So, bevor wir den eigentlichen Podcast starten, möchte ich hier kurz eine Sache klarstellen. Bei allen Filmen, die wir heute hier im Podcast behandeln werden, handelt es sich natürlich um die offiziell deutsche lizenzierte FSK-Version, sei es FSK 12, FSK 16, FSK 18. Diese Sachen sind gemeint und keine anderen. So, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich nicht. Das hatten wir schon mal, oder? Was, den hatten wir schon? Ja, war das nicht zwei Podcasts kurz davor, wo sich dann Simon... Ja. Verdammt, ich dachte, ich hätte es irgendwo in einem anderen Podcast gehört und dachte, ich kann den Gag hier klauen und keiner merkt es. Wie immer schiefgegangen. Hallo, ich bin der Etienne. Ich bin Wolf. Das ist der Wolf, ja. Ja. Etienne hat es gar nicht mehr sagen brauchen, am schlechten Witz hat es man eh schon erkannt. Ja, ja. Wir haben There's uns... more where that is from. Ja, das ist nicht der letzte für heute, da sind wir uns alle sicher. Da werden wir auch dann gut vorarbeiten. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um nach schön langer und leider auch viel zu langer Zeit wieder mal einem Kopfkino-Podcast zu folgen. Na endlich, ey, diese ewigen Games-Themen, ey, die langweilen mich ja auch schon total. Wirklich. Diese Nerd-Themen. Wirklich. Ja, unglaublich. Lieber mal was so kulturell akzeptabel ist, dass man hier sich richtig drin versteifen kann, ne? Was Substanz hat. Dass man sich da drin versteift. Ja, vergiss es. Oh, ich wusste es, ey. Gregor grinst blöd und Etienne geht voll drauf ein, ey. Da haben sie auch zwei gefunden. Ja, sehr gut. Kann ja nichts dafür, dass er auch nackt vor mir sitzt. Eben. Das ist das Gute. Ja, für alle, die Podcasts mit Bild verlangen, ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlassen würdet. Aber Wolf, da hast schon gesagt, ja, viel zu lange her, dass wir einen Kopfkino-Podcast gemacht haben. Was war denn der letzte überhaupt? Der letzte müsste... der letzte war, glaube ich, die Oscars. Oder war es Lost? Ja. Oh, nee, Lost war, glaube ich, danach. Das Finale von Lost. Oh Gott. Wir dann nochmal. Ach, da möchte ich jetzt gar nicht dran denken. Danke. Wir hatten einen angedacht hier während der Sommerpause, aber aus diversen Gründen hat sich das nicht so ergeben. Den werden wir gelegentlich nachholen. In der Form 80er Jahre Actionfilme, ja, Gedöns, A-Team, Expendables und so weiter und so fort. Aber das ist heute nicht das Thema, weil wir haben überlegt, was machen wir denn für ein gutes Kopfkino-Thema als Podcast. Und da sind wir, glaube ich, relativ schnell zur Übereinkunft gekommen, dass wir über ein Genre reden wollen, das, glaube ich, uns allen, wenn ich jetzt sage, am Herzen liegt, klingt es wahrscheinlich ein bisschen komisch. Ne? Aber in den Eingeweiden liegt. Perfekt, ja. Ein Genre, was uns in den Eingeweiden liegt, Horrorfilme. Yeah. Yeah. Die sind immer meiner Meinung nach das wichtigste Genre der Welt. Die sind immer so schön gruselig. Kriegt man immer so Angst und man zittert. Ja, Etienne, du als Horrorpussy, ich frage mich ohnehin, warum wir gerade dich in diesen... Was heißt denn ich als Horrorpussy? Ich kann mir den krassesten Dead Space Shit angucken. Das ist ein Horrorspiel. Also eigentlich quasi noch harmloser. Nee, noch schlimmer. Ja. Das finde ich auch, ehrlich gesagt. Das finde ich auch. Selber spielen, ich konnte jahrelang nie Resident Evil anfassen. Hat nicht funktioniert. Ja? Ich konnte mir Filme angucken, kein Problem. Patinieren. Du bist ja so ein Schisser. Ich weiß. Ich habe den Space durchgespielt. Das ist unfassbar. Ja. Nee, aber tatsächlich finde ich, bei Videospielen ist man noch mehr drin. Dadurch, dass du selber steuerst und irgendwie dadurch ist so die Vorahnung nicht so krass. Bei Horrorfilmen weiß man in der Regel oder nach einer Zeit schon, worauf man sich einlässt. Bei Dead Space ist es wirklich so schlimm, weil, ach Gott, da kommt dauernd irgendwas. Es ist ja auch nicht so, dass ich da jetzt wirklich Angst habe im Sinne von, ich kann nicht mehr schlafen. Nein, es ist eher so, dass mich das total stresst, weil ich dann natürlich schon angespannt bin. Das ist ja gerade das Geile, Katharsis. Ja, wenn du das dann hinter dir hast, dann fühlst du dich so gut. Ich weiß nicht, ja. Egal, das ist nicht das Thema. Das ist nicht unbedingt das Thema. Eventuell kommen wir darauf sowieso nochmal anzusprechen. Entschuldigung. Ich glaube, ja, eine Schwierigkeit, die wir bei dem Thema Horror hier gehabt haben, Horror ist ein sehr, sehr extrem weites und großes Feld, das man hier sprachlich bestellen kann. Wir könnten, denke ich mal, Podcasts alleine von mehreren Stunden Länge über einzelne Sparten des Horrors machen, wie Zombiefilme, Alienfilme so weiter und so fort. Deshalb würde ich das Ganze hier ein bisschen persönlicher gerne aufziehen und euch mal kurz der Reihe nach kurz fragen, Horrorfilme für euch. Was bedeuten für euch Horrorfilme? Wie seid ihr, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wie seid ihr dazu gekommen und wie bestimmen Horrorfilme heute euer Sehverhalten? Also, Wolf, ich habe gerade noch was getrunken. Etienne, willst du nie anfangen? Ja, also... Na gut, Entschuldigung. Ede, bitte sehr. Das Genre Horrorfilm ist natürlich mittlerweile schon noch breiter gefächert, als es noch, weiß nicht, in den 80er Jahren oder so war.
mittlerweile gibt es Torture-Porn, J-Horror, also nicht J im Sinne von unserem Kollegen-Horror, den gibt es auch, aber Japan-Horror halt. Es gibt Slasher, es gibt, ach, was weiß ich, so viele Unterarten von Horrorfilmen. Früher war das für mich so, ein Horrorfilm ist eigentlich ein Film mit einem Monster in irgendeiner Form drin. Das war so, finde ich, die Urbedeutung von Horrorfilm für mich. Dann die Grenze zwischen sonstigerweise einem Thriller und einem Horrorfilm, also wenn kein Monster ist, sondern sagen wir mal irgendein Film, wo es einen Psychopathenkiller gibt, der ein Haus überfällt oder so. Das könnte auch, geht auch als Thriller durch oder mittlerweile als Terrorfilm, ist ja auch mittlerweile schon so eine neue Bezeichnung für das Genre. Für mich Horrorfilm ist eigentlich, deshalb habe ich wirklich tatsächlich am Anfang diesen kleinen Scherz gemacht mit dem Gruseln. Also ein Horrorfilm ist, glaube ich, so das markanteste Merkmal ist eben, dass man in irgendeiner Form Schiss hat oder Unwohlsein oder Anspannungsgefühle. Das geht natürlich, ist nicht das einzige Kriterium, weil das sicherlich auch noch auf andere Genres sich übertragen lässt, aber in der Regel auch vielleicht ein bisschen was, eine fantastische Komponente, also es muss nicht zwingend irgendwie oder sollte vielleicht gar nicht mal unbedingt eine realistische Komponente haben. Ja, es ist relativ schwer, weil ich habe eben noch einen Wolf gefragt, sag mal, gilt Scream als Horrorfilm? Schwierig. Weißt du, das ist dann so eine Sache, weil es ist irgendwie schon Genre Horrorfilm, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Es ist. Na gut, Scream ist natürlich die, wenn man es so ganz auf kinofähige Begriffe dann runterbricht, so die Dekonstruktion des Horrorgenres. Deshalb passt es ja auch, dass es neue, also es macht ja Sinn, dass es mittlerweile auch andere Begriffe gibt, wie Slasher oder so. Ja, es hat stimmt, es hat sich schon sehr, sehr breit gefächert. Einfach mittlerweile können wir ja fast alles kategorisieren und es werden Begriffe zusammengebracht. Also sowas wie Torture Porn, das ist so eine Wortschöpfung, die hätte man vor 10 Jahren noch gar nicht benutzt. Ja, vor allem würden sich alle Leute fragen, wieso wird er nicht gefickt? Aber nee, tatsächlich ist es so, dass einem Slasher oder bei einem Horrorfilm, ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass man einfach in irgendeiner Form Angst verspürt. Das muss eigentlich so der kleinste gemeinsame Nenner sein bei einem Horrorfilm. Und dann verwischen oder verschmelzen die Grenzen zwischen einem Thriller, einem harten Thriller oder einem Slasher und einem Horrorfilm natürlich sehr. Aber vielleicht hat der Wolf ja eine Meinung. Also ich finde erstmal, dass ein guter Horrorfilm, finde ich, ist extrem selten. Also ich finde, gute Horrorfilme zu drehen, das ist wirklich eine Kunst. Also man mag es gar nicht glauben, weil halt irgendwie, man muss ja nur mal durch die Videotheken gehen oder mal so die einschlägigen Seiten absurfen. Es gibt da Milliarden Horrorfilme. Also pro Woche kommen ja, was ich, wie viele Dutzende davon neu auf den Markt, die fast alle durch die Bank auch kompletter Low-Budget-Schrott sind. Aber einen guten Horrorfilm zu drehen, finde ich hoch respektabel, weil ich glaube, dieses, genau wovon du gesprochen hast, dieses Gefühl der Angst, was man dann optimalerweise dann irgendwie nach dem Film auch überwunden hat, so ein bisschen so, oh, das habe ich jetzt geschafft und dann fühlt man sich auch gut, einen krassen Horrorfilm. Oder im besten Fall sogar nicht, dass du danach noch Angst hast, ist ja eigentlich, wenn auch dann dein geil. Kopf da noch weitergeht, dann ist das natürlich gut, das sind dann noch eine Ecke härter. Aber prinzipiell glaube ich, nur in so einem Film, dass das echte körperliche Gefühl der Angst zu erzeugen, also das muss man erstmal hinkriegen. Ich glaube irgendwie, ich meine, jeder kennt das Gefühl, irgendwie verliebt zu sein. In romantischen Komödien wird es bedient. Jeder lacht auch mal gerne. Also jeder findet auch irgendwie bei den Komödien immer seine Sparte. Ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig schwer, an so gewisse Grundgefühle zu appellieren. Aber wirklich so einem Zuschauer wirklich Angst zu machen mit, ja, Stichwort Monster, mit realen Begebenheiten, die es natürlich nicht gibt. Wir alle wissen, dass es keine Monster gibt, aber wenn wir im Kino sitzen oder damals das erstmal Alien geguckt haben, ging uns aber trotzdem die Düse. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, das, was es so schwer macht, weil ein Film, ein Thriller oder so, das sind oft Situationen, die sind zwar auch weit hergeholt, weil wie oft hat man jetzt schon einen Banküberfall mit einer krassen Schießerei auf der Auto, gibt es jetzt auch nicht alle 2 Wochen. Ich bin heute zu spät gekommen, ne? Deswegen. Deswegen, ja gut, siehst du, der Wolf lebt aber auch ein krasses Leben. Aber der Normalsterbliche erlebt so Sachen nicht, aber Horrorfilme sind ja dann in der Regel schon, bedienen sich Elemente, die eigentlich gar nicht wirklich da sind, wo man eigentlich vom Anfang her sagen würde, ja genau, voll unrealistisch, wie soll ich davor Angst haben? Und das ist dann eben die große Kunst, aus so einem Setting doch noch was zu machen, den Zuschauer so abzuholen, dass er eben doch Angst hat. Das heißt, du musst ihn so in deinen Bann ziehen, so in deine Welt ziehen, dass die Welt in sich glaubwürdig ist und dass du in dieser Welt abtauchen kannst. Und daran scheitern ja auch schon ganz viele Horrorfilme. Wir kennen ja alle dieses Gefühl, dass in einem Horrorfilm irgendeiner was macht, wo man sich an den Kopf klatscht und sagt, okay, wie dumm ist das denn gerade? Mhm. Und zack, ist der Horrorfilm schon scheiße, weil das ist für mich zumindest das Wichtigste, was ich in Horrorfilmen habe. Es muss nicht, es kann übernatürlich sein, es kann Monster haben, Aliens, Zombies, keine Ahnung, aber es muss in sich schlüssig und griffig sein. Das Handeln der Personen und der Bösewichter und so, das muss in irgendeiner Form so
schlüssig sein, dass ich mich da reinversetzen kann und dann auch Angst habe. In dem Moment, wo einer aus der Reihe tanzt und Sachen macht, die völlig abwegig sind, kann ich das nicht mehr ernst nehmen und dann verliert der Film an Spannung. Und ja, das ist, glaube ich, die hohe Kunst auch des Horrorfilms. So. Ja, die hohe Kunst eines guten Horrorfilms, ja. Eben, wie ihr beide das schon erwähnt habt. Es ist eben wirklich schwierig, es hängt immer davon ab, was für eine Ausrichtung der Film dann im Speziellen hat, weil, er hat es ja vorhin nochmal kurz angesprochen, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Horrorfilm aussehen kann. Zum Beispiel, ich komme aus der Ecke her, ich bin zum Beispiel absolut gar kein Fan von Splatterfilmen. Ich kann absolut null damit was anfangen. Das löst in mir auch eher dann so Gefühle der Abscheu und so weiter. Ich habe keinen Spaß an solchen Filmen. Ich kann es visuell und so weiter dann mitnehmen in den Film dort und ich kann auch nicht wirklich dann dieses Abschalten, was man im Kopf hat. Das ist total unecht und so weiter und so fort. Das funktioniert nicht so. Leider, das funktioniert mittlerweile besser, jetzt wo ich so schon einen Tacken älter bin, aber als Kind konnte ich sowas überhaupt nicht schauen. Es musste dann irgendwie dementsprechend innerhalb. Sollte man ja auch nicht. Ja, da erzähle ich immer wieder ganz gerne die Geschichte und das wollte ich vorhin nochmal kurz anmerken. Wenn wir jetzt über diese Filme jetzt hier alle reden, wir sprechen natürlich in dem Fall um die offiziell FSK sanktionierten ab 16 Versionen dieser Filme. Und es gibt auch andere? Ich habe gehört, es gibt auch welche, aber die sind natürlich heute nicht Gegenstand des Gesprächs. Also über alle Filme, über die wir reden. Also davon distanziere ich mich auch wirklich in aller Deutlichkeit. Vor den FSK 16 Filmen, ja, ich mir auch. Vor den vor allem ungeschnittenen, möglicherweise indizierten Sachen will ich persönlich ja gar nichts wissen. Eben, an die man über bestimmte Webseiten und mit Ausweis und so weiter rankommt, davon möchte ich gar nichts wissen. Eddie, ich muss dir deine ganzen Filme noch zurückgeben. Also, nee, aber ich denke, da war wahrscheinlich bei mir irgendein ein einschneidendes Erlebnis damals gewesen, wo ich glaube im Alter von 5 Jahren tatsächlich das fängt schon gut an, im Alter von 5 Jahren. Gregor wird traumatisiert. Ja. Seid dabei. Ich war da echt traumatisiert für lange Zeit hinaus und das hat, glaube ich, dann mein Verhältnis zu Horrorfilmen auch ein bisschen mitbestimmt, bis ich die dann wieder genießen konnte. Ich habe mit 5 Jahren Tanz der Teufel gesehen. Yeah. Der Schwede. Ja. Ey, also ich kann zu Tanz der Guter Teufel Einstieg. Können wir direkt mal mit einsteigen, weil es auch, finde ich, so ein richtiger Klassiker des Horrorfilms ist, weil es so der erste Film war, der, glaube ich, das Horrorfilm-Genre in einer gewissen Weise revolutioniert hat, weil er einfach ein Krassheitslevel neu eingeführt hat, so ein bisschen. Zumindest im Mainstream, im vermeintlichen Mainstream. Gab bestimmt schon irgendwelche Underground-Geschichten, die krasser waren oder so, aber der lief ja tatsächlich auch für eine Woche im deutschen Kino. Und ich weiß, dass meine Mutter damals in einem Kinofilm war mit meinem Vater und die kam aus dem Kino zurück und meine Mutter ist vorher rausgegangen und die waren, wie alt war ich da, als der kam? Ich glaube, ich war so 6 oder so, als der im Kino lief. Und die waren völlig geschockt. Die kannten sowas nicht, weil damals gab es keine Webseiten, da gab es keine. Du hast dich nicht vorher informiert, du wusstest nicht genau, auf was du dich einlässt. Du bist da hingegangen, hast ein Filmplakat gesehen von Tanz der Teufel, hast gedacht, gruselig spannend, komm, da gehen wir mal rein und gucken. So hast du damals halt Filme geguckt. Du warst nicht perfekt informiert, so wie das heute ist, die Biografie des Regisseurs und des Kameramanns oder so. Und die sind da reingegangen, völlig unbefleckt und sehen da so einen krassen. Ja, splattermäßigen Horrorfilm, der natürlich aus heutiger Sicht eher was Komödiantisches vielleicht hat, was Lustiges, was Trashiges, aber damals einfach für die meisten Leute, die jetzt keine großen Cineasten waren, einfach nur ein krasser Schock war, was da visuell gerade passiert, was da für unmögliche Dinge passieren. Ja, genau. Und die waren völlig, ich erinnere mich da, deshalb ist das so prägnant noch in meinem Kopf, die waren völlig entgeistert. Und jetzt mir vorzustellen, dass meine Mutter und mein Vater da aus diesem Kino kommen, völlig entgeistert und desillusioniert sind und ich bin 6 Jahre alt und dann den Film mir zeigen, ja, den sie selber so schlimm finden, was ja dann quasi in deinem Fall der Fall ist. Also, dass dieses Horrorerlebnis für meine Eltern direkt auf mich als 6-Jährigen übertragen wird, will ich gar nicht dran denken, das ist viel zu früh. Ja, absolut. Auszeichnung würde ich sofort verleihen. Fast wirklich, bei mir sehr, sehr parallel. Ich saß in Griechenland mit meinen Cousins damals und ein Film wird eingelegt, okay, gucken wir alle und da läuft Tanz der Teufel. Ja, ich habe, also an was ich mich dann noch erinnere, sind bruchstückhaft Szenen von damals, wie ich den Film damals zum ersten Mal gesehen habe, wo die im Wald sind und Köpfe wegfliegen und so, und als 5-jähriges Kind kannst du das, glaube ich, noch viel weniger verarbeiten als Eltern, die dann wenigstens noch Ekel oder sonst was verspüren können. Du siehst da, ich habe keine Ahnung, was dort passiert. Mhm. Ja. Und noch ein Film, ich glaube, es bringt ja, oder es macht nichts, wenn wir den jetzt spoilern. Am Ende sterben ja eh alle. Ja.
bei dem Film. Ist ja jetzt nichts, was jeder, der sich den noch angucken wollte, ist nichts, was das Ende bestimmt, glaube ich. Also, welcher jetzt? Das ist der Teufel? Ja, an sich. Natürlich, weil es wurde anders nochmal dann aufgenommen. Der zweite ist ja eher ein Remake, glaube ich, vom ersten mit ein bisschen technischer und mehr technischen, besseren Mitteln und besserer Story und so weiter. Aber es war schon ein sehr, sehr verstörender Film einfach. Als Kind, wo du dann auch ja zu einer Ära Anfang der 80er du kennst keinen, ja, du hast es ja gesagt, Ede, verhältnismäßig, du hast ja nichts, womit du das in Relation setzen kannst. Na, das ist so, als wenn du, sagen wir mal, mit einem modernen Film mit super CGI-Animationen irgendjemanden aus den 50ern oder 60ern zeigen würdest. Der wird ja nicht verarbeiten können, was ja, dort passiert. Allem, du darfst doch nicht vergessen, dass sich die Zeiten geändert haben. Wir sind auch mittlerweile total abgestumpft, mittlerweile, was Gewalt und so weiter angeht. Aber damals war das Krasseste, was im Fernsehen lief, weiß ich nicht, Cold Seavers oder sowas. Gott, ja, oh. Für alle Fälle. Das war damals krasse Action. Heutzutage läuft sowas wie Dexter, wo, weißt du, einfach mal ein Raum gezeigt wird, der komplett in Blut eingeschmiert ist und so Sachen. Also das ist einfach, das ist normales Abendprogramm heutzutage geworden. Also die Entwicklung ist einfach viel krasser. Wir haben gestern noch drüber geredet, dass Terminator 1, der auf dem Index war, jetzt die Uncut-Version ab 16 freigegeben wurde. Was ja einfach nur zeigt, wie die Entwicklung einfach geht. Was damals so krass war, dass man es nicht bewerben durfte, ist heute für die 16-Jährigen so, ja. Also gerade im Horror-Genre das Problem, dass heranwachsende junge Menschen, also Kinder, Filme in einem Alter sehen, den sie noch nicht sehen sollten, wie Gregor Bardi mit Hans der Teufel, das, glaube ich, das wird sich auch niemals ändern. Also, das, ja, ist ja auch der Reiz. Du bist bis heute traumatisiert, ja, und meine Kinder werden von was anderem traumatisiert. Also bei mir ist es ein bisschen anders abgelaufen. Ich hatte irgendwie schon sehr früh Verbindung so zu dieser ganzen Filmgeschichte. Mein Vater hatte mal ein Kino und meine Mutter hat in einer Videothek gearbeitet, Telerent in Berlin hieß es. Und da habe ich mir dann echt ganz schlecht aus den Prospekten immer angekreuzt, was ich gerne sehen möchte, ohne zu wissen, was es ist. Das klang cool oder das Cover sah geil aus, waren immer so kleine Bilder von den Covern auf VHS damals noch. Und dann hat die mir, wenn die nicht allzu krass waren, die Filme einfach mitgebracht. Und so habe ich dann irgendwann so einen gewissen Grundstock an 1000 Videokassetten aufgebaut, die ich dann irgendwie immer mal weggeguckt habe. Also mein Vater hatte damals auch noch, man konnte ja Filme überspielen. Mhm. Wenn du dir einen ausgeliehen hast von der VHS-Kassette, konntest du, ne? Wir alle kennen auch die alten Tricks. Mit der Makrovisionsbox. Kurz mal rüberziehen und dann hat man den auch zu Hause. Quasi eine Art Sicherheitskopie. Und auf jeden Fall hatte der da irgendwie auch so Dutzende und Aberdutzende von Kassetten liegen. Und die habe ich dann so als Qualität. Absolut überragend, ja. Krissel mit Werbung noch gerne drin und so. Ja. Und Ninja, da habe ich hier dann angefangen irgendwie einfach einmal durchzugucken. Und da habe ich auch sehr früh dann sehr viele Horrorfilme schon gesehen. Also Halloween war dabei und Freitag der 13. und Alien, also ein Kram. Also bei mir war es jetzt nicht Tanz der Teufel, aber es waren andere Filme, die ich vielleicht nicht unbedingt hätte. Das finde ich schon krass, aber gut, vielleicht warst du auch schon sehr stabil in deiner Persönlichkeit. Ist ja auch unterschiedlich. Ach ja, aber ich würde das gar nicht so überbewerten. Ich fand das, ich hatte schon immer so eine gewisse Faszination so für Grusel und das Düstere und Horror. Also so wie ich früh angefangen, weiß ich, Stephen King oder so zu lesen, habe ich auch früh angefangen, irgendwie Horrorfilme cool zu finden. Ja, auch wenn ich die noch gar nicht intellektuell... Definier mal früh. 6? Oh, das ist schon krass. So? Schon? Das finde ich schon heftig, muss ich sagen. Also das finde ich richtig krass. Also ich habe nicht nur, jetzt nicht, dass irgendjemand denkt, ich saß mit 6 irgendwie die ganze Nacht vorm Videorekorder. Ich habe... Das wird aber einiges erklären. Ich fand auch das Pumuckl, die Pumuckl-Serie super und war größter Fan der Gummibärenbande also da so. Bin ich echt der Einzige. Aber auf der anderen Seite... Wohlbehütet aufgewachsen. Ich glaube, ich habe den ersten richtig krassen Film, weiß ich gar nicht, was war das? Letztes Wochenende war das, ne? Ja, lustig. Ja, lustig. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich Stephen Kings S gesehen habe und ich richtig Schiss hatte. Aber also der müsste ja dringend remaked werden. Und ich sag auch mit wem, Jim Carrey als Clown. Nicht lachen, drüber nachdenken, das wäre super. Das ist so ein Film, der, ich habe mir den dann auch irgendwann noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren oder so, habe ich mir den nochmal auf DVD gekauft und angeguckt und dann ist mir aufgefallen, wie trashig, schlecht der sieht aus, wirklich wie so ein Schülerfilm teilweise, wobei Pennywise immer noch cool kommt, aber ja, es ist Tim Curry allein eben Beverly, also. Alter, wenn die da als Beverly aber genommen haben. Ich muss sagen, der Film hat mir richtig Angst gemacht, also das ist so der Film, den ich am meisten im Kopf habe, wo ich schlecht geträumt. Normalerweise träume ich nicht schlecht von Horrorfilmen. Wie gesagt, ich habe dann auch relativ, ich habe mit 12 oder so dann auch irgendwelche Filme geguckt. Ich glaube, mit 12 zum ersten Mal Freddy geguckt oder so. Aber das war ein Film, allein da waren so viele subtile psychologische Szenen drin, die mich irgendwie mitgenommen haben. Dieses, dass irgendwo einfach plötzlich Luftballons sind und du weißt, das Böse kündigt sich an. Und das waren so Sachen, die mir richtig Angst gemacht haben, dass ich dann im Bett bin
und guck an die Decke und dann Schiss hatte, dass da ein Luftballon schwebt oder so. Das waren so die Sachen, wo ich mich richtig, oder diese Szene, für alle, die es nicht kennen, es gibt eine Szene in dem Film, wo sie so ein Fotoalbum aufmachen und plötzlich beginnen die Bilder in dem Fotoalbum sich zu bewegen, also wie kleine Filme quasi. Aus den Bildern werden kleine Filme. Und dann sieht man so Pennywise, so einen fröhlichen Clown auf einem so einem Jahrmarktbild und er dreht sich und es kommt so lustige Karussellmusik und so weiter. Und er bewegt sich immer mehr Richtung Kamera und springt an so einen Laternenpfahl und plötzlich guckt er so aus diesem Foto raus, kriegt eine richtige Fratze und sagt, ja genau. Und geil. Und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Weißt du, das ist das, was die von Ring im Prinzip geklaut haben, als die Olle da aus dem Fernseher klettert. Ja. Und das war eine Szene, die mich wirklich traumatisiert hat, weil diese Mischung aus vertrauenswürdigen, lieben, netten Clown, der aber von einer auf die andere Sekunde zu deinem schlimmsten Albtraum wird, das war eine Sache, die mich richtig nachhaltig beschäftigt hat. Und es war für mich wie so therapierende Wirkung, dass ich dann jetzt nochmal S geguckt habe und weil ich nochmal wissen wollte, ob ich immer noch Schiss habe. Das ist wie so ein Buch oder irgendein Film, den man als Kind immer Angst hatte und dann nochmal rausguckt und sich der Aufgabe nochmal stellen will. Und ich habe es Gott sei Dank überstanden und fand es überhaupt nicht mehr schlimm. Und dann habe ich gedacht, puh, okay, Pennywise, du kannst nicht gegen mich gewinnen. So ja, wie im das Film. Das wird immer mit Dead Space auch so sein. Ja. In 10 Jahren wirst du dich an deine gute alte 360 setzen. Oder, ja, wenn es bei dir so weit ist, dann wirst du als Rentner eh die Windeln tragen, dann macht es eh nichts mehr aus, ne? Also bei mir, ich bin allerdings auch traumatisiert von der Szene, das war aber bizarrerweise ein Zeichentrickfilm, nämlich Heavy Metal. Ich weiß nicht, der eine oder andere, wer den kennt, also den ersten, der zweite war ja nicht so toll. Ich kenne die Comics. Den Heavy Metal Film zu den Heavy Metal Comics. Ich bin übrigens von dem Musikstil traumatisiert. Ey, komm, du findest aber schon ein bisschen geil, oder? Psst. So ein kleiner, auf jeden Fall, so in der ersten Szene, da landet ja dieser Weltraumfahrer mit seinem Auto. Wer den Film nicht gesehen hat, versteht es nicht, ich will es auch nicht erklären. Er landet aber mit seinem Auto aus dem Weltraum, kommt dann zu Hause an und hat seiner kleinen Tochter was mitgebracht. Von seinem Weltraumtrip. Und die Tochter freut sich auch voll, ach Daddy, was hast du denn für mich? Und er macht dann so eine Kiste auf und da ist so eine grün leuchtende Kugel drin. Und beide beugen sich so drüber, so, oh, was das ist, das ist aber schön. Und auf einmal fängt die Kugel an, so nach oben zu schweben und strahlt so noch heller, noch intensiver. Der Vater fängt an zu schreien und schmilzt dann so. Also beim Schreien, er sinkt so zu Boden und fängt dann so an zu schmelzen und auf dem Boden landet dann irgendwie nur noch so eine grüne Lache, was vor 3 Sekunden noch ein Mann war. Also von jetzt auf gleich. Da bin ich irgendwie ganz schnell nach vorne gerannt zum Videorekorder mit pochendem Herzen, hab den ganz schnell ausgemacht. Das fand ich total krass. Also auch ich kenne das, traumatisiert zu werden. Das war halt nur was anderes. Du lässt das über mich und du heulst wegen einer grün leuchtenden Kugel. Alter, wenn du das gesehen hättest mit 6. In einem Zeichentrickfilm. Ja, ich wusste ja noch nicht mal, was das für ein Film ist. Ich bin so 6, mach die Kassette rein, sehe irgendwie Zeichentrickfilm, Heavy Metal, ein bisschen Rockmusik. Fand ich irgendwie alles ganz cool als Kind, so ganz nett. Und auf einmal fängt einer an zu schreien und schmilzt. Ich will nur noch mal auf diese Altersnummer eingehen, weil du hast mit 5, Gregor, du hast mit 5 irgendwie Tanz der Teufel geguckt, du hast mit 6 die halbe Videothek durchgeguckt in der Horrorfilmabteilung. Ich wollte nur mal sagen, ich hatte tatsächlich mit 6 Angst vor Poldi, dem Drachen, bei Hallo Spencer. Ja? Also der schönste Jungdrache der Welt und er will dir fressen. Ja? Ungefähr zu sagen, ja, wenn Poldi der Drache bei Hallo Spencer kam, dann war für mich Feierabend und Schicht im Schacht. Ja? Ja. Also man wächst ja schon wirklich unterschiedlich. Ich hatte eine sehr wohlbehütete Kindheit, glaube ich. Ja, so im Vergleich. Ja, aber ich muss ja natürlich sagen, trotz Tanz der Teufel ab 5 Jahren, das heißt ja nicht, dass ich da sofort dann ins Horrorfilm gucken eingeschrieben. Bei mir hat es ja auch einen ähnlichen Effekt gehabt. Ja, ich kann mich auch an Sachen erinnern, wo dann spät nachts auf N3 oder sowas damals hier oder auf den dritten dann noch diese 50er Jahre Horrorfilme gelaufen sind. So irgendwas von Vampiren und Dracula und Aliens, die aus dem Wald dann rausfallen oder irgendwie so ein Graf, der seiner verstorbenen Frau das Gesicht von anderen Frauen drauf montiert und irgendwie solchen Geschichten. Die konnte ich auch überhaupt nicht gucken. Ich saß eingemummelt im Bett und ich weiß nicht, die Decke komplett rübergezogen, nur der Kopf war anscheinend okay, wenn es frei ist, weil da hatte ich keine Angst, aber ansonsten nicht bewegen. Ne? Ich glaube, meine erste Berührung mit einem richtigen Monster war Star Wars Return of the Jedi. Wie heißt das Riesenvieh, was er... Der Banter oder so. Ja, genau. Oder nee, Rancor, weiß ich nicht mehr. Rancor, dieses Ding unten im... Rancor, dieses Ding in der Fallgrube unter Jabbas Lair. Ja. Das war so, glaube ich, das erste Monster, an das ich mich so richtig erinnere, was so ein richtiges, fieses Monster war. Hatte ich aber gar nicht so viel Schiss, weil Luke war ja auf deiner Seite. Eben, hatte ein geiles Schwert und alles grün. War eh tot. Da muss ich sagen, aber trotzdem, es ist so, Star Wars hat einen auch sanft an diverse Kreaturen rangeführt.
Ich habe geholt bei Thriller von Michael Jackson. Das war das Schlimmste, was ich in meinem... Konnte ich auch nicht. War ich bestimmt noch 5 oder so. Ja. Boah, Alter, da habe ich angefangen zu flammen aus dem Zimmer gerannt, musste mich meine Mutter trösten. Ja. Das ist aber auf einmal wird der liebe, gute Onkel Michael zum fiesen scheiß Zombie. Das war krass. Ey, da war ich fertig. Das war richtig fertig, ja. Da war ich richtig fertig. Und eine Folge von Max Headroom, Gregor. Kennt ihr doch? Max Headroom, da gab es eine Folge, da hat irgendjemand so Werbung geschaltet und der hat es geschafft, dass die Frequenzen in der Werbung, es war so ein ganz schnell ablaufendes Strobolicht. Den Kopf dann, ja. Da sind die Leute geplatzt davon. Das war echt total krass. Da habe ich auch Max Headroom geflammt. Das nicht auf DVD. Nee, ich glaube, in Amerika ist der erste. Es gibt ja nur eine Staffel, aber die ist in Amerika rausgekommen, aber hierzulande noch nicht. Wäre ganz cool. Ich muss mich gerade erinnern, wo du Moonwalker gesagt hast. Thriller. Entschuldige, Thriller, aber nee, bei Moonwalker hatte sich Michael ja auch in den Roboter verwandelt. Das fand ich auch irgendwie gruselig. Und das Auto. Stimmt, ein bisschen gruselig war. Und ich, das hat mich an eine Szene gerade erinnert. Superman 3 war an sich ja okay, aber wo dort ist ja die Handlangerin des Bösewichts oder sowas, kommt in diese Maschine und daraus wird eine Metallfrau dann aus ihr. Das fand ich auch super gruselig damals. Ja, jedem das Seine. Ja, genau, jedem Tierchen sein Pläsier. Jeder hat vor was anderes. Aber man sieht ja, wir sind unterschiedlich an der Genre rangekommen, aber es hat natürlich auf die eine oder Art einen Impact gehabt, dass wir dabei geblieben sind mit den Jahren. Ob wir dann anders mit dem Film umgegangen sind als früher oder irgendwie, auf jeden Fall steht die Tatsache, dass wir weiter Horrorfilme geguckt haben. Ich habe mir jetzt hier, damit es natürlich, ja, es könnte jetzt wahrscheinlich wirklich 10, 20 Stunden lang weitergehen und wir könnten immer noch alles mit Gespräch führen. Ich habe mir eine Liste ausgedruckt. Also ich habe Zeit. Ich habe eigentlich auch Zeit. Ich habe auch Zeit, aber keine Lust. Ja, nee, ich habe aus diesem Grund, damit wir nicht uns hier immer von einem Thema zum anderen hinhangeln müssen, ich habe mir eine Liste ausgedruckt, wo ein paar nette Menschen im Internet dann die ihrer Meinung nach 100 besten Horrorfilme gesammelt haben. Oh. Und wir gehen jetzt nicht durch alle diese 100 Filme durch, aber ich würde gerne eine Handvoll von den Filmen als Gesprächspunkt hier mit reinwerfen und von dort aus, dass wir alle mal ein bisschen unseren Eindruck darüber erzählen und so weiter und so fort. Lass mich raten, diese Liste geht doch maximal bis 1990, oder? Nee, diese Liste ist... sind doch diese typischen Cineastenlisten, die letzten 10 Jahre Kinogeschichte einfach nicht... Also ich habe dran gedacht, zuerst die IMDb-Liste zu nehmen, weil IMDb denkt man ja immer, okay, das ist von den Leuten gewählt und die können ihre eigenen Sensibilitäten reinbringen. Aber das ist leider, wie du schon erwähnt hast, wirklich so eine Möchtegern-Cineasten-Liste, die da sagen, wenn ich... Warte mal, ich habe die auch noch hier. Also laut IMDb ist auf der... Warte mal. Psycho ist der beste Film. Ich weiß, vielleicht ist dabei, aber wenn jetzt Ring, das Remake von 2002, nicht dabei wäre, könnte ich schon nicht ganz Also ich sag mal hier, also wenn wir jetzt auf die IMDb-Liste gehen würden, dann müssen wir uns natürlich stundenlang darüber unterhalten, dass Diabolik aus dem Jahr 55 der viertbeste Horrorfilm aller Zeiten ist. Ja, aber deshalb... Ich hätte auf den 5 Plätze. Also ich will nicht so gerne jetzt über Horrorklassiker reden, weil dann muss... Also dann können wir auch mehr über Dario Argento und weiß ich nicht was und noch weiter zurückgehen und Night of the Living Dead und das... Schweift mir dann schon zu sehr in einen auch sehr interessanten Podcast ab, aber ich würde das können wir genau spezialisierter machen. Ich werde einfach mal ein paar Titel reinwerfen und dann können wir von dort aus mal ein bisschen gucken anhand der Liste und das wird sich natürlich jetzt nicht auf zum ersten Sponsor dann bewegen. Mainstream-Horror, das Ganze. Ein bisschen Mainstream-Horror-mäßiger. Okay, laut der schlauen Liste hier auf Platz 100, ein Film eines Regisseurs, für den ich sowieso mal einen separaten Plauschangriff gerne machen wollte, von John Carpenter. Dort ist auf Platz 100 Sie leben. Eingeworfen. Ja. Habe ich auf DVD, ist aber kein wirklicher Horrorfilm. Nee, wollte ich gerade sagen. Ist kein wirklicher Horrorfilm. Er macht Spaß, aber. Gruselig ist er, finde ich, in einem gewissen Maße, weil im Film darum, wer den nicht kennt, geht es, dass es eine Alien-Invasion auf der Erde gegeben hat. Willst du nicht sagen, wer der Hauptdarsteller ist? Der Hauptdarsteller ist Rowdy Piper. Ja. Der beste Film mit einem Wrestler in der Hauptrolle. Und ich weiß, das ist wie der Einäugige unter dem Blinden oder so, aber es ist immer noch ein guter Film. Was hast du gegen The Rock? Ich mag The Rock, aber sag mir mal einen besseren Film mit The Rock, der besser ist als Sie leben. Ich fand The Rundown ganz gut, aber was anderes hat er... Aber John Carpenter natürlich, Sie leben hatte Horrorelemente und John Carpenter hat natürlich immer viele Filme, die ins Fantasy und Thriller und sonst was Fach dann abgehen, wie Big Trouble in Little China, Escape from New York, also die Klapperschlange auf Deutsch. Ich würde da gerne reingehen. John Carpenter hat meinen absoluten Lieblingshorrorfilm aller Zeiten gemacht und einer, den ich früher als Kind nicht gucken konnte, aber den ich zu schätzen und mögen gelernt habe in den letzten Jahren. Das ist das Remake von Das Ding, The Thing. Absolut, ja. The Thing, Anfang der 80er rausgekommen, ist, würde ich sagen, mein
absoluter Lieblingshorrorfilm aller Zeiten. Du stehst nicht auf Splatter. Der, es geht aber schon heftig es ist, ab. Der geht gut, aber. Ja, ja, ich stehe nicht auf Splatter, aber ich kann mit Splatter umgehen, wenn es vernünftig in die Story eingebaut ist. Also Splatter als Selbstzweck oder als Splatter als Selbstzweck finde ich so, also wenn jemand in einem Film der Arm abgehackt wird, nur damit es so einen Schockeffekt oder sowas gibt, damit kann ich nicht umgehen. Das aber wenn ich alles, der Arm abgehackt wird, weil der Killer halt nicht will, dass der einen Arm hat, dann zum Beispiel, ja. Also wenn, wenn der Doktor einen Toten defibrillieren will, ja, und dann von dem der Brustkorb Beste abgeht Szene und der dem Doktor die Arme abbeißt, dann ist es okay für mich. Da muss man sich auch vorstellen, das hat man ja früher wirklich noch nie gesehen. Also wer den Film nicht gesehen hat, soll das A nachholen, sofern er denn des entsprechenden Alters ist. Und man muss sich wirklich vorstellen, diese Szene, die du gerade angesprochen hast, da wird der eine da vom Monster angegriffen, muss irgendwie, weiß nicht, wiederbelebt werden, den wuchten sie auf den Tisch, reißen das Hemd auf und der eine probiert dann irgendwie diese typische Herzdruckmassage immer auf die Brust drücken. Und beim dritten oder vierten Druck reißt auf einmal diese Brust auf, um eine Reihe von weiß nicht, 10 Zentimeter lang Zehen zu entblößen, die dem Wiederbelebenden dann wiederum die Unterarme abbeißen. Also der Brustkorb des Mannes frisst die Unterarme des Typen, der ihn retten wollte. So das gut. Muss man sich ja. Mal klar machen. Das hat mich damals völlig weggeblasen. Ich gucke den Heularm direkt nochmal an. Ich hab ihn zu Hause auf HD-DVD, weil das noch gucken kann. Also gibt's auch auf Blu-ray mittlerweile, unbedingt nachholen. Kurz du hast diese Szene gerade beschrieben, die natürlich sehr, sehr abgedreht klingt, aber das, was ich vorhin gemeint hatte, im Kontext des Filmes macht sie absolut Sinn, letzten Endes, weil wer den Film nicht kennt, es geht dort darum, eine Gruppe von Wissenschaftlern, die in der Antarktis, glaube ich, dann dort ist, findet ein abgestürztes Raumschiff. Das wissen sie ja gar nicht. Das wissen sie nicht, dass es ein abgestürztes Raumschiff ist, aber dort drin ist, glaube ich, in einem großen Eisblock eine Alien-Leiche oder irgendwie ein Körper, den sie dort finden, und der setzt eine Art, ja gut, sagen wir mal, es wird nie direkt im Film beantwortet, so eine Art Virus frei, der sich der die Leute dort infizieren kann und von einer Person zum anderen hinwandern. Und dieser Virus kann imitieren, sozusagen. Man kann nicht wissen, ob man infiziert ist oder nicht, oder ob die Person, mit der man spricht, überhaupt die richtige Person ist. Und daraus entstehen eine ganz, ganz große Konstrukt aus Paranoia und Horrorfilm-Element, und dadurch, dass diese Alien-Komponente mit reinkommt, dass da absolut total unvorstellbare und fantastisch anmutenden Szenen dazu kommen mit, ich glaube, würde ich auch sagen, der mitbesten animatronischen Arbeit. Absolut. Die es bis dahin gibt. Rick Baker. Geil. Ja, ich wollte gerade sagen, also The Thing ist auf jeden Fall auch auf audiovisueller Sicht bis heute, und der ist, glaube ich, von was, 83 oder so? Der ist von 81. Also Anfang der 80er Jahre, einer der wenigen Horrorfilme, die es geschafft haben, auch heute noch konkurrenzfähig zu sein, was Effekte angeht, was Absolut. Stimmung angeht. Es gibt gerade das Horrorgenre, haben wir vorhin, kurz bevor wir mit dem Podcast losgelegt haben, wir noch drüber geredet, dass das Horrorfilmgenre ja relativ leicht nachlässt. Also Horrorfilme, die in den 60ern oder 70ern oder auch Hitchcock-Filme oder so, wo man damals wirklich auf der Kante seines Stuhls saß und nicht mehr konnte, sind heutzutage oft, haben die Längen oder ziehen sich oder reißen eigentlich mehr so vom Hocker, weil man, wie gesagt, abgestumpft ist und schon so viel gesehen hat und auch einfach schon alles kennt, auch wenn das die Vorreiter waren im Prinzip. Also ich will gar nicht irgendwie die alten Klassiker irgendwie in Abrede stellen. Aber The Thing ist einer der wenigen Filme, die ja mittlerweile fast 30 Jahre auf dem Buckel haben und immer noch richtig geil sind von der Atmosphäre. Der Soundtrack ist sensationell, wie fast jeder John Carpenter-Film. Genau, Ennio Morricone. Dann noch die Effekte. Damals wurde ja viel mit Puppen und Stop-Motion und weiß ich nicht was gemacht. Verzeihung, was leider heute nicht mehr gemacht wird, sondern alles durch CGI weichen musste. Und da in dem Film sieht man, warum es so geil ist, weil es einfach eigentlich viel realistischer aussieht und viel griffiger. Und ja, ich weiß nicht, mir gefällt der Film auch heute stilistisch immer noch super. Und er war ein Beweis dafür schon damals, dass Remakes sehr wohl gut gelingen können und vielleicht dem Original einfach noch eine ganz andere Ebene geben können. Das Original vielleicht sogar übertreffen. Ich muss sagen, das Original von Das Ding ist, glaube ich, aus den 60ern. Das Original ist, glaube ich, nie gesehen. Ja, 55, glaube ich, gewesen. Look Who Goes There oder wie das heißt oder so? Genau, ich habe es vor einiger Zeit nochmal gesehen, nachdem ich mir das Remake aus den 80ern nochmal angeguckt habe, als Vergleich einfach, um das dazu haben. In den, die 50er-Jahre-Fassung ist sehr ähnlich gelagert, ist dort aber im Grunde eher eine
Parabel auf den Kommunismus. Irgendwie, du weißt nie, ob der Feind unter deinen Reihen ist und so weiter. Und da gibt es natürlich auch nicht diese ausufernden Splatter und es ist, Brustkorb. Es ist ein beißen. Dummes Pflanzenmonster, was dort dann, also ein Typ, der aussieht, als ob er sich drei Blätter dann umgehängt hat. Und da hat John Carpenter irgendwie, also es hat schon Grund, warum der Mann wie echt so eine große Hochphase hatte in den 80ern. John Carpenter, das werden wir auf jeden Fall nochmal als... Absoluter Meister, hat sich die Geschichte genommen, seinen eigenen Stempel aufgedrückt und vor allem deswegen gefällt mir der Film auch bis heute immer noch so gut. Ja. Der macht halt keinen Bullshit. Der probiert zu keiner Stelle irgendwie lustig zu sein oder besonders smart. Da gibt es keine coolen Sprüche. Die Action-Szene, natürlich gibt es Action. Da wird auch mit dem Flammenwerfer mal irgendwie rumgezündelt. Aber anders als heute, ähnlich wie beim Splatter, hat das nicht den Eindruck, dass es reiner Selbstzweck ist. Also das passt alles zusammen. Das ist stringent. Die Atmosphäre bis zum Schluss. Wir wollen das Ende nicht verraten. Nee, nicht. Vielleicht hat es ja der eine oder andere noch nicht gesehen. Aber auch das Ende ist extrem konsequent. Das fügt sich nahtlos in den ganzen Film ein. Dann würde ich mal sagen, weil wir reden müssen sehr lange, wir müssen ein bisschen weiterreden. Ja. Bleiben wir bei einer der ganz wenigen Filme, die keine einzige Frauenrolle haben. Nicht eine im ganzen Film. Findet man kaum. Obwohl, da könnten die Männer ja in die Frauenrollen schlüpfen, indem sie dann wie blöde herumgeschrien haben irgendwann mal, wie die Weiber. Hat ja gepasst dort. Nee, nicht das, was ihr denkt. Wir sind alle jetzt etwas verwirrt. Nein. Aber okay, Sie haben keine Frau gebraucht, damit jemand dort rumschreit und das schwache Bein. Nein, ich meine das ist das, was ich meine. Ede? Nee, aber wo wir gerade beim Thema John Carpenter sind und du gesagt hast, so einer deiner Lieblingsfilme, muss ich sagen, ein Film, der für mich natürlich auch wieder schon ein bisschen an Effektivität mittlerweile eingebüßt hat, aber für mich auch so der Genre Primus ist von John Carpenter Halloween 1. Den finde ich bis heute, was die Spannung angeht, immer noch einen der krassesten. Also ich habe ihn mittlerweile so oft gesehen, dass er mich natürlich jetzt nicht mehr so packt und so. Und es gibt sicherlich die ein oder andere Szene, die heute anders gemacht worden wäre. Aber da sind so viele intelligente Szenen, Kameraspielchen und dieses Katz-und-Maus-Spiel. Es ist so eine perfekte Mischung aus, einfach Angst machen. Der Film macht einem Angst. Also diese Szene, wo Jamie Lee Curtis in diesem Waschraum ist und durchs Fenster klettert irgendwie und die Tür ruckelt, das ist ja so klassisches Suspense-Ding. Das funktioniert so gut. Auch dieses, dass du nie weißt, wo er ist, aber trotzdem die ständige Bedrohung von Michael Myers irgendwie spürst. Und diese Maske, dieses leblose, kühle Gesicht, dieser massive Typ, diese naive Darstellung der Babysitterin und all diese ganze Mischung und natürlich der perfekte Soundtrack, von John Carpenter ja auch selbst gemacht, dieser berühmte Ding, 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 ich kann es nicht so gut nachmachen, aber ihr kennt alle den Halloween-Sound, das ist einfach für mich so, der Archetyp des modernen Slashers eigentlich. Es war der, ich glaube, überhaupt des Slashers allgemein. Slasher allgemein. Nein, aber es war ja, ich glaube, es gab einen Film eventuell, den man noch vorher dann nennen könnte, der ein, zwei Jahre vorher erschienen ist. Ich weiß nicht genau mehr den Namen, aber Halloween hat eigentlich den Slasher erfunden, so wie er ist. Und so viel festgelegt. Zumindest mit der Musik, mit den ganzen Versatzstücken, wie diese First-Person-Perspektive von Mike Myers, wie diese leblose Maske. Das sind ja Sachen, die kopiert wurden bis zum geht nicht mehr. Daraus ist alles entstanden, von wegen Jason und Freddy und so weiter und so fort. Ich würde gerne die Anfangsszene nochmal den Zuhörern ein bisschen näher bringen. Für alle, die den Film nicht kennen, am Anfang sieht man aus der Ich-Perspektive jemanden, der sehr schwer atmet, scheinbar eine Maske auf hat. Man hört, es ist fast wie Darth Vader, so ein Schnaufen unter der Maske, der irgendwie durch eine Wohnung läuft und sich dann aus der Ich-Perspektive sieht, wie man sich so wie ein Küchenmesser, so dieses klassische Horror-Küchenmesser, was so eine Dreiecksform quasi hat, ja, und viel zu groß ist. Niemand hat so ein Küchenmesser, aber gut. Und dann durch die Wohnung läuft und dann sieht man da so ein Pärchen, das gerade ordentlich miteinander am rummachen ist. Lernen sich kennen. Genau, die lernen sich gerade besser kennen. Und dann siehst du halt, also ich kann jetzt nicht so die einzelnen Schnitte wiedergeben, aber es entsteht schon eine unheimliche Spannung und dann siehst du halt, wie aus der Ich-Perspektive, wie dieser Typ auf das Pärchen einsticht, so ein bester Psycho-Alfred Hitchcock-Manier. So, und dann ist quasi Schnitt, Polizei kommt, bla bla bla, und die Szene wird quasi aufgelöst und die Kamera zoomt raus quasi und du siehst, wer die Maske getragen hat, und dann steht da ein kleiner Junge
mit einer Maske auf und in der einen Hand ein blutiges Messer. Und dann fängt Halloween an. Awesome. Und du bist in dem Moment, ist dir bewusst geworden, das, was du gerade gesehen hast, weil du kennst natürlich, du weißt, es geht um Michael Myers und ein Typ mit Maske. Und du denkst natürlich, wenn du den Film das erste Mal siehst, okay, da ist der Mörder und der ist halt krass. Aber du siehst, es ist ein fucking kleines Kind. Es ist Michael Myers als kleiner Junge. So fängt der Film an. Das ist der Protagonist des Films, ist mit 6 Jahren schon so am Arsch. Viel Spaß mit den nächsten 90 Minuten. Genau, und vor allem diese Einstiegsszene hat ja auch direkt mal eine Duftmarke gesetzt, weshalb ja Halloween bis heute so legendär und so berühmt ist. Diese Figur Michael Myers, die war ja damals schon so unglaublich angsteinflößend, weil man die einfach nicht rational erklären konnte. Ja. Also bei Monster konnte man sagen, ja, das ist jetzt irgendwie das Monster, das wurde vom Fluch erweckt, hat irgendwie eine Hintergrundgeschichte, wird schon eine Motivation haben, warum das jetzt irgendjemand umbringt. Bei Michael Myers ist einfach böse. Genau, ab der ersten Szene abklar wird, dass dieser kleine, wie alt war er da, 6 oder 7, seine Schwester erstochen hat, scheinbar grundlos, wird es auch nie wirklich erklärt, warum der eigentlich so tickt, wie er tickt. Mhm. Also später taucht er auf in der Maske, bis dann halt das Gemetzel losgeht. Aber du kannst ihn nie wirklich greifen. Du siehst nie sein wirkliches Gesicht. Du verstehst nie seine Motivation. Er sagt kein einziges Wort. Er ist nahezu, das, was Rob Zombie im Prinzip mit seinen Remakes im Prinzip so ein bisschen ändern wollte. Genau, wobei ich sagen muss, mir gefallen die Remakes ja sehr, sehr gut. Das ist ein anderes Thema. Also ja, ich kann auch verstehen, wenn man die nicht mag, aber ich finde auch gerade den zweiten zu Unrecht völlig zerrissen. Ich fand den eigentlich ziemlich geil. Auf jeden Fall, was Fortsetzung angeht, ist das... Der neue zweite ist auf jeden Fall die beste Fortsetzung aller Halloween-Filme. Ist aber egal. Auf jeden Fall. Schwer ist das nicht. Nee, das stimmt. Das ist wirklich nicht schwer. Und deswegen ist Michael Myers immer noch so eine Ikone. Der wird ja auch in den Credits, wird er ja auch nur The Shape genannt. Man muss mal darauf achten. Da heißt er noch gar nicht Michael Myers in dem Sinne. Also diese Horror-Ikone, wie wir sie heute kennen, sondern einfach nur The Shape, also die Form. Und ich glaube, das macht Halloween bis heute so furchteinflößend. Du kannst das einfach nicht greifen und auch nicht begreifen. Nee, genau. Und dieser Punkt wird ja, glaube ich, auch innerhalb des Filmes nochmal eingehämmert, wenn dir das nicht so klar gewesen ist, bevor du dich gruselst. Wie wurde da gesagt, er hat keine Seele oder irgendwie sowas in dem mit dem Gespräch mit Dr. Loomis. Aber wo wir bei John Carpenter sind, kommen wir zum nächsten, Ghosts of Mars. Ghosts of Mars, einer der schlimmsten Filme, die je gemacht wurden. Okay, kommen wir zum nächsten. Ja. Etienne, das war jetzt wirklich... Das ist da, wo ich sagen würde, John Carpenter, das hat angefangen mit Escape from L.A., ist alles scheiße danach. Ghost of Mars, es gibt keinen schlimmeren Film als Ghost of Mars. Ich habe das nur gesagt, weil der Typ eigentlich so ein Genie ist und so viele gute Sachen gemacht hat. Escape from New York zum Beispiel, die Klapperschlange, ist ja auch ein genialer Film. Aber irgendwann ist es, keine Ahnung, was passiert ist. Wie es bei Transporting heißt. Er hat's drauf und irgendwann hat er es einfach nicht mehr drauf. Irgendwann hat es verloren. Auch noch ein guter Horrorfilm von John Carpenter, wo wir jetzt, können wir ihn auch abschließen dann, war The Fog, hat mir auch sehr gut gefallen. Also jetzt nicht weltbewegend, aber auch hier wieder die typischen Markenzeichen. Die Atmosphäre ist wirklich echt wunderbar düster, beklemmt, wenn der Nebel so langsam aufzieht und man merkt, dass da irgendwie offenbar so untote Piraten in dem Nebel sind. Sehr, sehr gutes Musik Zeug. Musik ist geil. Und das Ende, werde ich auch natürlich nicht verraten, aber die allerletzte Szene, typisch John Carpenter, auch wieder ein richtiger Schlag in die Magengrube. Wirklich nur so 3 Sekunden eine Einstellung, aber so bam. Genau wie Fürsten der Dunkelheit. Prince of Darkness mit Alice Cooper. Auch einer meiner Lieblingsfilme. Ohne Scheiß. Ey, der hat auch so einen gewissen Trash-Appeal, so einen Charme, aber der gefällt mir nach wie vor sehr gut. Etienne, kennst du Fürsten der Dunkelheit? Prince of Darkness. Der Name sagt mir was, aber ist der von John Carpenter? Ja, mit dieser Forschungsgruppe, die... Teufelsbeschwörung mit einer Forschungsgruppe in einem verlassenen Haus. Genau, also sie haben quasi in einem alten Haus... In den Katakomben dieses Hauses haben die einen Behälter gefunden mit so einer grünen Masse und Proben haben ergeben, dass dieser Behälter irgendwie schon 10 Millionen Jahre alt ist oder so. Und Fürst der Finsternis? Ja. Ist der auch so ein bisschen humorig? Nee, eigentlich nicht so. Eigentlich nicht. Nee, der ist eigentlich sogar echt ziemlich und Alice Cooper spielt. Alice Cooper, genau. Den viele Jüngere von euch jetzt wahrscheinlich nur noch durch die Saturn-Werbung kennen. Also, ist so traurig. Ich habe ein Bild im Kopf von irgendeinem komisch aussehenden Viech. Und Donald Pleasance. Donald Pleasance, klar. Und der Typ, ich weiß nicht, wie er heißt, aber mit dem geilsten Pornoschnauzer der 80er-Jahre-Horrorgeschichte. Auf jeden Fall wollen wir auch nicht zu sehr vertiefen. Also lass uns, wir können das vielleicht, wenn wir die Gelegenheit mal haben, einen Carpenter-Podcast-Spezial zu machen. Wer auf der Suche nach so älteren kleinen Geheimtipps ist. Absolut. John Carpenter bis Anfang der 90er, man kann echt nichts falsch machen dort. Wo wir gerade bei Halloween gewesen sind, ist, glaube ich, eine perfekte Gelegenheit, um dort allgemein mal in die Richtung gehen, was so dieses Slasher-Genre so mitbestimmt hat und speziell, das war Mike Myers oder The Shape, wie er zu Beginn war, das war er ja noch nicht, quasi dieser ikonische Charakter, das ist ja dadurch geworden, dass sich dann sowas festgelegt hat, wie zum Beispiel auch eine ganz, Serie, okay, nennen wir es große Serie, obwohl da eigentlich nur eine Handvoll Filme gut sind, Freddy, Nightmare on Elm Street, mittlerweile
gibt es 8 oder 9 Filme? Ich weiß nicht, Freddy vs. Jason war der 8, glaube ich. Ja, und, ne? Es, gab man den, und es gab jetzt das Remake da nochmal. Also sagen wir, es sind 9 so Filme toll. Gewesen. Ich finde, der erste Film gehört auch einen zu meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Ja, geil. Finde ich, ja, hat quasi den Mythos mit aufgebaut, aber auch dieses Slasher-Genre, das personifiziert dann war. Ne, wo du einen Charakter hattest, der war eben nicht dieser No-Name-Charakter, der eigentlich wirklich leer war, wie bei Mike Myers, sondern du hattest ja die fast schon parodistische Version eines solchen Serienkillers, der dann später natürlich immer mehr ins Absurde abgeglitten ist, im ersten Teil aber das genaue Maß hatte zwischen Bosheit und zwischen doch Charme, der da mit dabei war. Ich kann mich erinnern, als ich Nightmare 1 das erste Mal gesehen habe, war ich sogar fast ein bisschen enttäuscht, weil den habe ich nicht mit 6 gesehen, das hat dann noch ein bisschen länger gedauert, aber ich habe schon so viel von diesem Film gehört und auch von Freddy, dass ich dann fast ein bisschen enttäuscht war, als ich den ersten gesehen habe, weil Freddy jetzt gar nicht ausschließlich im Mittelpunkt steht. Also ich dachte halt, da geht es wirklich nur um den, der tritt in jeder Szene auf und hat einen coolen Spruch nach dem anderen, so huhu, Freddy ist da. Aber der erste hält sich ja noch relativ zurück und da hat Freddy, wie du schon gesagt hast, Gregor, wirklich noch so einen extrem bedrohlichen Charakter. Also er ist nicht der sprücheklopfende Smartass, der halt irgendwie immer noch einen lustigen One-Liner bringt, sondern er taucht nur so akzentuiert auf und dann wirklich immer sehr fies und sehr, sehr böse. Also allein die Szene, wo so seine schattenhafte Gestalt so durch die Wand im Schlafzimmer oben bricht und dann auf das schlafende Mädel runterguckt und was dann passiert, wie er sie da oben an der Decke langschleift, das war schon extrem harter Tobak. Und dann ist die Serie, fand ich aber auch, die ist sehr schnell extrem in den Keller gerast. Irgendwann war es ja nur noch so Comic, Popcorn, schlechte Sprüche, Teenie-Horror, also das war dann überhaupt nicht mehr gut. Fand das war auch in der Richtung, also Ede, du kannst gerne auch gleich noch was dazu sagen, da werden wir danach dahin überleiten. Wes Craven natürlich als einer der Großen des Horrors hat dann später das natürlich auch selbst erkannt, der hat in den meisten Freddy-Fortsetzungen nicht mehr selbst mitgewirkt als Regisseur, hat aber dann im Teil 7 Freddy's New Nightmare, der quasi fast schon auch eine Art Dekonstruktion des Genres dann geworden ist. Hat ein bisschen Scream angekündigt. Genau, das war quasi Scream 0.5. könnte man sagen. Aber mit Freddy. Da würde ich gleich darauf zu sprechen, aber du kannst gerne auch Eddie noch mal kurz ein bisschen Eddie was sagen. Eddie guckt gerade so skeptisch. Nee, ihr habt eigentlich alles schon gesagt. Ich bin auch großer Freddy-Fan. Bei mir war es auch so, dass ich eigentlich die Geschichten, die man sich so als Kind dann irgendwie erzählt hatte über Freddy, waren eigentlich krasser als die eigentlichen Filme. Wir hatten in meiner Nachbarschaft so einen Jungen, der war irgendwie ein Jahr älter und der war auch so verwahrlost wie der Wolf, der durfte alle Horrorfilme gucken und wir durften es alle nicht, aber dann war ich er dachte, halt, du meintest nur körperlich. Ja. Er war halt dann der Star, wenn es dann darum ging, abends, da saßen wir dann alle irgendwie zusammen draußen und dann hat er halt erzählt, was er gesehen hat, irgendwie Freddy Krüger und wie krass das ist und die Kinder rufen, Freddy, komm vorbei, irgendwie, weiß was ich, zwei, Freddy, komm vorbei, hat uns dann die Storys erzählt, dann haben wir so Mutproben gemacht, ey, da hinten in der Einfahrt bei dem Müllplatz, da wartet Freddy, wer traut sich jetzt da hinzugehen? Und als Kind du so, ah, was? Hast du richtig Schiss gehabt? Das waren dann so kleine Spielchen, die wir wirklich gemacht haben. Und deshalb hatte ich eigentlich schon damals richtig Schiss vor Freddy, ohne jemals Nightmare gesehen zu haben. Und als ich dann Nightmare zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, ich habe auch nie mit dem ersten Teil angefangen, sondern mit dem dritten oder weiß ich nicht was. Mein Beileid. Und Obwohl, der dritte ging. Das der war der im Sanatorium. Dritte, genau, der zweite war und der fünfte sind richtig Kanone. Schlecht. Aber egal, auf jeden Fall habe ich dann mir irgendwann die Freddy-Box mal geholt und die alle nochmal nachgeholt und kann nur sagen, der erste Teil ist für mich ein richtiger Klassiker. Der ist unter heutigen Gesichtspunkten eigentlich auch gar nicht mehr so schlimm, aber hat teilweise geile Effekte und einen jungen Johnny Depp. Wo ich echt dann gedacht habe, so, was ist Johnny Depp? Ja, da habe ich gleich nochmal eine Anekdote dazu. Ich finde halt einfach auch die Idee, die dahinter steckt, weil jeder kennt es, irgendwann müssen wir einschlafen. Und in dem Moment, wo die Leute auch nur so diesen Sekundenschlaf in diesem Film haben, weißt du dann nicht mehr, ist jetzt schon Freddy Realität oder ist jetzt noch die echte Realität? Und dieser ganze Dualismus zwischen den Teenagern und den Eltern, die natürlich nie glauben, was die Kinder erleben und so, damit kann man sich natürlich dann als Teenager extrem mit identifizieren und ich finde die eigentlich alle ganz gut, es wird nur irgendwann ist Freddy zu abgefahren geworden, also irgendwann war er im Telefonhörer, in der Schuhsohle, weißt du, in der Bohrmaschine, letztendlich war dann alles Freddy und dadurch ist dann auch so ein bisschen die Spannung verloren, dann haben sie es dann auf die Spitze getrieben, den ganz neuen, das Remake habe ich noch nicht gesehen, da habe ich auch gemischte Meinungen gehört, manche haben gesagt, der ist gar nicht so schlecht, du hast ihn ja glaube ich gesehen, manche haben gesagt, also er ist unfassbar total, schlecht. Also ich wusste nach dem Trailer, dass ich den nicht sehen brauche. Ganz im Ernst. Also Jackie Earl Healy, glaube ich, ist eine gute Besetzung als neuer Freddy. Das ist das, was ich gerade hier nochmal kurz erzählen wollte. Johnny Depp, das damals seine erste große Filmrolle.
er sollte eigentlich diese Rolle nicht bekommen, weil er ist zu einem Casting mit seinem Kumpel mitgegangen, der auf die Rolle eigentlich scharf war. Das war Jackie Earl Healy. Der sollte eigentlich als der Junge dort gecastet werden, der dann geslashert wird von Freddy. Hat sich jetzt so ergeben, 20, 25 Jahre später ist er Freddy selbst, ne? Wo er alt und hässlich geworden ist. Ich habe auch gelesen, dass als Freddy entstanden ist, dass Wes Craven irgendwie auch mal davon gehört hat, dass ich, in Japan oder Korea sind wir auch Anfang der 80er, weiß ich, so 20 Leute wirklich dann im Schlaf gestorben, so extreme Angstphänomene gezeigt. Also wurde auch nie ganz geklärt, woran das liegt. Keine Ahnung, irgendeine Art von Stress, vielleicht hatten die ein schwaches Herz. Auf jeden Fall ist sowas tatsächlich vorgekommen, dass jemand quasi vor Angst im Schlaf gestorben ist, dass ihn sein eigener Albtraum umgebracht hat. Und das wiederum finde ich wieder ein geiler Aufhänger für eine Horrorgeschichte. Also irgendwie daraus dann Freddy zu spinnen, geht natürlich kreativ gesehen noch ein bisschen weiter. Aber das ist Inception fast schon. Ja, exakt, genau das ist es. Ne? Die Idee, die da gepflanzt wird und von dort aus, zack, entwickelt sich alles weiter und am Ende kommt ein fertiger Filmfranchise dann am Ende dabei raus. Ja, so einfach ist es. Okay. Freddy. Das war. Du warst auch ein guter. Ich glaube, es wird Zeit, dich ziehen zu lassen. Ja, ich glaube, Freddy, es ist genug. Leg dich zur Ruhe. lass uns mal zu was anderem hier rübergehen. Ich habe hier die große Liste noch, weil ich bin die gerade ein bisschen durchgegangen. Man könnte auf verschiedene Sachen hingehen. Eine Sache, die ich kurz reinwerfen will, weil die auch spielemäßig Bewandtnis hatte, wo wir im Silent Hill Podcast drüber geredet haben. Jacob's Ladder ist dir angegeben. Ja. Den mag ich ja. Jacob's Ladder, 1990 von Adrian Lyne, der eher, glaube ich, andere Arten von Filmen, nicht unbedingt der Horrorfilmregisseur dann ist, sondern mehr, was hat er gemacht? Saturday Night Live? Oder? Nee, das hat er nicht gemacht. Er hat ja einen Tanzfilm gemacht, glaube ich. Erotikfilme gemacht. Adrian Lyne hat auch 9,5 Wochen gemacht. Das war's, 9,5 Wochen hat er gemacht. Also nicht der typische Horrorfilmregisseur, aber Wolf, ich kann dich gerne da ein bisschen ausführen lassen. Erzähl uns ein bisschen was über Jacob's Ladder. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil man darüber gar nicht so viel erzählen darf, denn dadurch würde man sich auch einen Teil des Spaßes verderben. Aber ich sag mal so, wer Silent Hill gespielt hat und diese psychologische Art von Horror mag, also dass die Realität in die Albtraumwelt mit überfließt und andersrum, dass man nicht mehr ganz genau weiß, wo bin ich gerade, was passiert und warum passiert das so, was ich gerade erlebe, warum sehen Monster so aus, wie sie aussehen. Das hat in der Tat ein bisschen Inspiration gezogen aus Jacob's Ladder. Da geht es nämlich irgendwie auch um einen jungen Mann, der irgendwann, er fängt an, Monster zu sehen in der U-Bahn, ist ganz alleine in der U-Bahn-Station, auf einmal rast so ein Zug an ihm vorbei, wo nur so schemenhafte, schattenhafte Gestalten drin sind. Das sind irgendwie ganz unheimliche Bilder. Die Leute in seiner Umgebung verhalten sich komisch, machen Andeutungen, die er nicht versteht. So langsam fängt alles an, so ein bisschen ins Albtraumhafte zu rutschen. Und wie gesagt, also viel mehr darf man eigentlich nicht erzählen, denn das würde einem wirklich den Spaß verderben. Aber zum Beispiel, wofür Silent Hill ja auch sehr stilbildend dann geworden ist, diese typisch zuckenden Monster mit diesen hin und her wirbelnden Köpfen, so kennt jeder Silent Hill-Fan. Die gab es, glaube ich, das erste Mal wirklich in Jacob's Ladder. Da gibt es so 2-3 Sequenzen, da sieht er so ein Monster und die haben halt diese rasend schnell hin und her zuckenden, wackelnden Köpfe. Also wer sowohl Silent Hill kennt als auch Jacob's Ladder guckt, wird da, glaube ich, ein paar Parallelen sehen. Das ist absolut ein Film, den man ein junger Tim Robbins auch. Ist es eigentlich schon wert, genau, junger Spund. Ja, Tim Robbins hat ja auch eh immer dann früher auf jeden Fall gut gespielt und dann ist er abgeglitten in War of the Worlds und was auch immer. Ja, ist immer noch ein guter. Aber nee, Tim Robbins in War of the Worlds? Ja. Er war auch Steven Spielberg. Gilby. Ja, genau. Ja, der Typ da in dem Keller. Unten im Keller, genau, der dann den Freak gespielt hat. Das habe ich voll vergessen. Ja, aber ich hab zuletzt nochmal reingeschaut und ich bin natürlich mehr jetzt durch Silent Hill geprägt, weil man das ja natürlich eher kennt, als durch den Film, den ich vor Urzeit mal gesehen hatte, war erst schon 1990 rausgekommen. Es ist erstaunlich, wie exakt diese Bildsprache mittlerweile dir schon bekannt ist mit den zuckenden Monstern und so weiter. Und es ist, ich glaube, für jeden Silent Hill-Fan oder der etwas mit der Bildsprache von solchen Filmen, von solchen Spielen anfangen kann, sollte sich das Ding auf jeden Fall mal angucken. Gerade im letzten Drittel, ne, diese Krankenhausszene, da sieht man dann auch wirklich so ein altes, abgeranztes, rostiges, mit Ketten verhangenes irgendwie Sanatorium, wo er dann da auf den Operationstisch gefahren wird. Also es ist schon Silent Hill 1-1. Haben die Macher aber auch immer gesagt, das ist ja jetzt irgendwie kein Ideenklau, sondern haben sie immer gesagt, die haben sich halt von mehreren Sachen inspirieren lassen und Jacob's Ladder gehört auch dazu. Also kann ich auch nur, ist jetzt kein absoluter Oberkracher. So, und Louis Dufiné, ne, auch noch. Eddie Fresse. Kann ich aber auf jeden Fall wirklich, der so ein bisschen auf diese Art von Horrorlust hat, empfehlen. Ja. Adrian Lyne natürlich kein typischer Horrorregisseur, aber ein Regisseur, den ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß. Mit seinen 9,5 Wochen, schon klar. Nein, der andere Regisseur, den ich gerade ansprechen wollte. 9,5 Wochen hat auch mich durch die Pubertät gebracht. Bei mir hat er, glaube ich, die Pubertät ausgelöst.
Oh mein Gott, ja. Nein, ich meine eigentlich den Regisseur, auf den ich überleiten wollte. Das ist nämlich ein gewisser Herr Cronenberg, David Cronenberg. Ach. Hier vermeldet auf Platz 83 The Fly, ja, die Fliege. Ja, egal, habe ich mir auch aufgeschrieben. The Fly, ja. Auf jeden Fall. Einer der besten Horrorfilme. Auch ein, ähnlich wie mit The Thing, ist das auch ein Remake eines 50er-Jahre-Films. In den 50er-Jahren war das natürlich alles noch ein bisschen simpler dargestellt. Und auch wie bei The Thing wurde das zu einem richtig, richtig guten und neuen Horrorfilm gemacht. Da kenne ich sogar das Original. Ja, ja, ich auch. Ja, jeder kennt das Original, wo der Mann mit dem Menschenkopf und dem Fliegenkörper im Spinnennetz hängt und sagt, Hilfe, Hilfe. Wenn ihr mal meine Mutter schocken wollt, dann sagt es mal in ihrer Gegenwart so ganz leise nur, da flippt die aus. Ey. Ja, wirklich, das kann die überhaupt nicht leiden. Ey. Das hat die voll traumatisiert. Die Grundidee ist an sich total simpel. Also ich weiß nicht mehr, wie es im 50er-Jahre-Original war, aber auf jeden Fall im Neuen ist es ein Experiment, wo sich ein Wissenschaftler beamen will, transportieren will von einem Platz auf den anderen und dazu seinen Körper in Atome zerlegt und die dann wieder zusammenbaut. Und wie der Zufall es will, fliegt in diesen Atom-Auseinanderbauer dann auch eine Fliege mit rein und ist dann aber weg, sobald er sich wieder materialisiert. Bedeutet, seine DNA wurde mit der DNA der Fliege kombiniert. Geile Idee allein schon. Wobei das ja gar nicht so verkehrt ist, denn wir alle wissen, wenn es wirklich sowas wie Beam gäbe, wäre es ja wirklich so, dass die Atome aufgelöst werden und das, was auf der anderen Seite rauskommt, genau, bist ja nicht mehr du, Gregor, sondern eine 1-zu-1-Kopie, weil die Atome einfach komplett neu zusammengesetzt werden. Ja, aber wie ist das dann mit der Seele? Oh, ja, das ist wieder eine andere Frage. Das hätte dann ganz viele Implikationen, was das Geistige dann dort betrifft. Da kann ich die Kurzgeschichte Travel nur empfehlen, da geht es genau um die Frage. Aber das nur als Einwand. Auf jeden Fall, Fliege, total geil. Gregor, erzähl doch mehr von die Fliege. Ja, die Fliege sind zwei wirklich sehr, sehr große Performances im Film. Einmal von Jeff Goldblum, der mittlerweile ein bisschen mehr so leicht in das so, ja, er ist ein bisschen mehr, ich würde jetzt nicht komödiantisch sagen, er war immer natürlich durchaus in vielen lustigen Rollen dann mit dabei und ein bisschen schräger, wenn er heute dann irgendwas spielt. Gerade für was gecastet. Genau, der hat doch letztens, hat er noch in diesem extrem berührenden Holocaust über lebender Film mitgespielt. Er hat auch so einen gebeutelten Juden gespielt. Den habe ich nicht mitbekommen. No. Ich habe ihn auch leider nicht gesehen, aber muss ja gut gehen. Ich weiß nur, dass er jetzt gerade für irgendein dickes, großes Projekt gecastet wurde. Ich habe aber schon wieder vergessen. Das könnt ihr mal bei IMDb gucken, müsste er da stehen. Also Jeff Goldblum hat natürlich auch diese Fähigkeiten, dass er da auch nochmal echt gute und ansprechende Rollen dann spielt. Aber Wir gucken jetzt quasi on the fly. Ja, guck mal nach, was ist. Aber ich erzähle mir Jeff Goldblum normalerweise ein bisschen. Da hat er wirklich eine echt gute Performance geliefert als, ich glaube, David Brundle oder Seth Brundle. Genau, Brundle-Fliege. Genau, die Brundle-Fliege. Ja. Wo das Experiment, was er macht, zusammen mit, ich glaube, war Gina Davis seine Assistentin oder was hat sie dort gespielt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Er hat sie, glaube ich, auf einer Party kennengelernt. Sie ist Journalistin, glaube ich, und wollte halt anfangen, darüber zu berichten, finde es ganz spannend. Dann beginnen die auch ein Verhältnis. Sie wird ja immer weiter mit reingezogen. Genau. Sie ist auch schwer dagegen, dass er diesen Eigenversuch unternimmt. Denn das muss er auch dazu sagen, das ist auch eine brillante Szene. Den allerersten Test dieser Telebox macht er nicht an sich selbst, das wäre ja geradezu wahnsinnig, sondern mit so einem Schimpansen. Oh. Er setzt da so einen Schimpansen in die Telebox, schaltet die ein und dann gibt es einen Lichtblitz und er taucht dann 3 Meter später wieder auf. Aber und dann sieht man halt, dass es innerhalb dieser Kammer irgendwie so Qualm gibt, also irgendwie da dampft es und raucht. Du siehst aber auch nicht, was jetzt mit dem Schimpansen ist. Da ist so ein kleines Sichtfenster drin, aber du kannst nicht sehen vor lauter Rauch. Und die Kamera fährt so ganz langsam auf dieses Sichtfenster zu. Natürlich willst du unbedingt reingucken und gucken, ob der Affe das überlebt hat. Und wenn die Kamera ganz nah dran ist, klatscht auf einmal so eine blutige, zerfetzte Pranke so von innen an die Scheibe und dann geht das Ding auch auf und du siehst, dass der Affe quasi, so auf links gezogen wurde. Also das Innere des Affen hat sich quasi nach außen gestürmt und dann liegt da nur noch so eine blutige, zuckende Masse und das war dann der erste Versuch der Telebox. Das ist eine sehr krasse, fiese Szene. Ja, und wenn es von da aus dann in den Selbstversuch geht, ne, und du bist dann natürlich mit Erwartungen in deinem Kopf, was da dort alles passieren kann. Es ist ein wirklich fantastisch durchdachter, aufgebauter, sehr clever aufgebauter Film, der nicht dann spart mit Schockeffekten, die dann sein müssen. Also von den ganzen Sachen, die dort drin sind, von übergestülpten Affen und
auflösenden Körperteil. Eine Sache, die eine Szene, die ich bis heute nicht angucken kann, ist, wenn Brundle, der natürlich durch die Fliegen-DNA sich jetzt langsam verändert in der Fliege selber, kriegt auch die Fähigkeiten einer Fliege. Er ist überproportional stark, weil Fliegen an sich für ihre Körpergröße. Eine Szene, mit der ich heute, also da muss ich heute auch dann immer vorspulen oder umschalten, da macht er Armdrücken bricht einem dem Arm dabei und der Knochen guckt raus. Aber wie? Also das geil ist auch die Szene, wo er merkt, dass er so langsam zerfällt und sich so die Fingernägel so abzieht und dann so wegschnickt. Also dafür ist ja Cronenberg auch echt bekannt. Der war ja großer... David Cronenberg einfach großartig. Ob als großer Regisseur... Großer Body-Horror-Meister. Also was konnte er immer schon gut. Ja, auch die Szene. Das ist übrigens, das ist mir aufgefallen, wenn die Fliege mal im Fernsehen läuft, das kommt ja alle Jubeljahre mal vor, ist meist die Szene geschnitten, in der man sieht, wie Gina Davis, sie ist nämlich dann irgendwann von Seth Brundle schwanger, natürlich, sie hat ein Verhältnis, dann das Kind zur Welt bringt. Mhm. Also es ist nur ein Albtraum von ihr. Sie macht die ganze Zeit Sorgen, Gott, wie wird das Kind aussehen? Wie geht's ihm gut? Alter, was kommt da jetzt raus? Und dann sieht man in den Albtraum tatsächlich, wie dann so eine unterarmlange dicke Made dann so aus ihr rauskommt und der Arzt hält es so hoch und die Made zuckt dann noch so gut beschmiert im Arm des Arztes. Ganz schlimm, aber die Szene fehlt meistens. Jeder andere Kram ist drin, so mit den Armen. Ja, Cronenberg ist schon ein Meister der Bildsprache, was es angeht. Und um jetzt nicht zu erzählen, wie The Fly jetzt ausgeht, es gibt auch einen zweiten Teil von The Fly, der echt mit wirklich, Eric Stoltz. Mit Eric Stoltz, ja, der ursprünglich. Daphne Zuniga, also super heiß, alte Griechen, soll ich sagen. Der ist wirklich super schlecht. Da hast du auch gesehen, warum Eric Stoltz nicht der richtige Marty McFly gewesen ist, als er ursprünglich gecastet wurde. Unabhängig von Fortsetzungen und anderen Sachen, The Fly kann man wirklich auch heutzutage ähnlich. Denn das muss man auch kurz um das abzuschließen. Ja. The Fly ist halt irgendwie nicht nur mit den Effekten geizt er nicht und er ist halt wunderbar eklig und toll gespielt, sondern er hat auch wirklich noch eine tragische und menschliche Komponente. Mhm. Also auch hier wollen wir nicht verraten, was passiert und wie es ausgeht. Ey, Jeff Goldblum ist die perfekte Besetzung dafür, finde ich. Ja, ohne Scheiß. Ja. Der ist es wirklich. Der ist einfach dieser verdammte Wissenschaftler. Und deswegen, glaube ich, wirkt die Fliege auch immer noch nach, weil wenn es wirklich nur so ekelhafter Splatter und so Verwandlungstricks gewesen wären... Wundert mich eigentlich, dass es immer noch kein Remake oder sowas davon. Ich mach noch von jedem... Es ist bestimmt eins angedacht. Das wollte ich vorhin reinschmeißen. Es wird übrigens ein Remake von The Thing nochmal kommen. Nee, das wird aber das Prequel. Da erfährt man dann, was den Norwegern passiert ist. Das ist wieder interessant. Und ich weiß, von John Carpenter, oder? Da sitzt Ronald D. Moore dran, der Show-Creator von Battlestar Galactica, der Serie. Und... Halt die Schnauze. Alles gut. Aber ich würde sagen, in diesem Sinne, lass uns eine kleine Pause anlegen und wir kehren zurück und quatschen noch mal ein bisschen weiter mit ein paar Horror. Ach, ich freue mich schon. Ach, ich freue mich auch. Din. Jetzt habt ihr euch aber tüchtig erschrocken, ne? Auch Eddie ist gerade voll zusammengezogen. Ja. Eddie, nicht weinen. Ich bin's doch nur, euer Wolf. Wolf, weil du immer mich erschreckst. Obwohl du weißt, Wolf ist immer dann der Böse in Horrorfilmen. Deshalb sagen wir jetzt was über Filme, wo Wölfe vorkommen. Ich habe neulich, muss ich kurz erzählen, kleine Ausschnitte aus dem Privatleben. Ich habe neulich meine Freundin erschreckt, weil ich liebe es ja, Leute zu erschrecken. Auch wenn ich selber hasse, erschreckt zu werden. Hast du sie morgens geweckt? Nee, pass auf, ich habe gehört, sie war schon im Bett, ich war noch zocken im Wohnzimmer, dann ist sie raus und ich habe gehört, sie geht irgendwie ins Bad, auf die Toilette. Und dann habe ich mich ins Schlafzimmer geschlichen, unter die Bettdecke gelegt, aber die so zusammengeknautscht, dass es halt aussieht, als ob das Bett leer ist. Boah, du Arschloch. Und ich muss immer noch drüber nachdenken. Und ich höre halt, wie sie so langsam, meine Freundin ist super schreckhaft, super Schisser, kann keine Horrorfilme gucken, ohne Witz. Und dann geht sie ins Schlafzimmer rein. Und ich höre, wie sie sich dem Bett nähert und plötzlich mache ich wirklich so den Undertaker-Move, Bettdecke weg und so aufrecht sitzen, ne? Und mache nur so. Bruh! Und die hat so geschrien und die war so fucking sauer auf mich. Die hat, also wirklich, die hat auch noch zwei Tage danach, war die pisst. Und ich, das Schlimme ist, ich habe in dem Moment so gelacht, ich konnte nicht mehr. Das ist das schönste Gefühl, jemanden zu erschrecken. Es war surreal, weil ich wusste, ich kriege jetzt richtig Ärger und ich habe eigentlich, vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben, aber... Aber du hast gelacht. Aber es war gleichzeitig auch so schön. Du bist bereit, an einer Beziehung zu arbeiten. Ja, genau. Das merkt man. Jeder muss ein bisschen was von sich geben. Nee, das dürfte ich, sowas würde ich nie machen. Dürfte ich gar nicht probieren, ohne Scheiße. Ich habe mal meine Schwester, da haben wir noch zusammen gewohnt.
Das klingt komisch. Also, als ich noch kleiner war und wir alle noch zusammen in der Familie waren, meine Schwester auch wieder gehört, die hat sich dann nachts irgendwie ein Glas Wasser in der Küche geholt und ist dann so durch die Diele gegangen. Da war so eine kleine Ecke, eine Diele, die um die Ecke geht. Und ich habe mich so genau an diese Ecke gestellt, nur hingestellt, mitten in der Nacht so einfach hingestellt. Und sie kommt aus der Küche mit dem Glas Wasser, das sie sich geholt hat, und ich stehe einfach nur da. Und sie sieht mich, schreit, nimmt das Glas Wasser und schüttet mir das so reflexartig ins Gesicht. Ja, es hätte auch schlimmer gehen. Sie hätte mir das auch, wenn die ein Messer gehabt hätte, hätte mich auch abstechen können wahrscheinlich. Einfach nur aus Reflex. Und die Reaktion, die bist du gewohnt von Frauen, ne? Ja. Direkt irgendwie sofort das Glas Wasser ins Gesicht umdrehen und gehen. Direkt dieses, oh Gott, jedes Wochenende. Erschrecken. So läuft jedes Date ab. Jedes Mal. Egal. Gut, dann lass uns wieder zurückkehren zu den erfundenen Horrorgeschichten und nicht den echten. Wir haben gerade geredet über was hatten wir nochmal gerade geredet? Wo waren wir? Die Fliege? Herr der Fliegen, nein. Die Fliege. War es echt die Fliege? Ja, die Fliege und die Fliege 2 kurz angekratzt und jetzt kommen wir zum nächsten. Jetzt kommen wir zum nächsten, ja. Es sind viele Richtungen, in die wir hier reingehen können. Eins, was ich nochmal gerne reinwerfen würde, natürlich, Horror ist viel Horror, der dann ein Abspiel hat mit Fantastischem zu tun, Übernatürlichem und so weiter und so fort. Aber natürlich, Horror kann ja auch außerhalb der Erde stattfinden, im Weltraum. Was für eine Überleitung, ne? Du bist ein verdammter Fuchs, Gregor. Ja. Sollen wir wirklich unsere Zeit für sowas opfern? Ist es dein Ernst? Einige der besten Horrorfilme sind im Weltraum dann stattgefunden. Wie zum Beispiel Alien. Ja, aber ach, okay, also, das ist für mich aber Science Fiction. Aber was groß anderes muss sein, außer Alien fällt mir da aber auch nicht so Event ein. Okay, ich bin ein Fan von Event Horizon, das hätte ich auch noch. Ja, der ist schon gut, aber jetzt wie einer der besten Horrorfilme. Nein, Alien ist einer der besten Horrorfilme. Ja, meine ich ja, aber so Alien ist für mich da vermischen sich natürlich dann schon wieder. Aber okay, Alien als Horrorfilm. Also mittlerweile schon, klar, dass sich das sehr in eine andere Richtung entwickelt hat als jetzt purer Horror, aber ich würde sagen, speziell für die Zeit, wo der rausgekommen ist, das ist eigentlich Horror im wahrsten Sinne. No? Von wegen dann das Übernatürliche wird dort dargestellt durch ein Alien, was du nicht kennst, wie das aussehen kann. Giga hat ein absolut fantastisches Monster-Design dort abgeliefert und natürlich viel von den HR Giga. Okay. HR Giga. Ja, Achso, entschuldige. Das Filetstück. Giga hat da exzellente Arbeit abgeliefert. In dem Moment habe ich schon gedacht, irgendwas stimmt. Das kann nicht sein. Moment, das kann nicht sein. Ja. Nee, aber Alien war schon gut auf jeden Fall. Ja, super. Also wobei ich dann wirklich auch einfach ganz offen dazu stehe, dass ich Aliens, also den zweiten Teil, noch viel besser finde. Ja. Ich finde ihn auch besser. Ist natürlich kein Horrorfilm mehr, aber ist natürlich ist ein großartiger Film, absolut. Aber ich sehe die Bereitschaft über Alien als Horrorfilm speziell hier zu reden, ist momentan nicht wirklich vorhanden. Muss man fairerweise auch auf jeden Fall erwähnen. Ich würde den auch in die Liste mit reinnehmen. Aber weil du gesagt hast, hier ein paar der besten Horrorfilme finden im Weltraum statt. So nach Alien. Na gut, ja, also, ihr habt ja recht. Gar nicht mehr so viel Critters ein. 4 mit Leonardo DiCaprio. Ja, nee, Critters 3 war. Jason in X. Ja, Jason, genau. Jason in Space. Oder ja. Hellraiser 4. Oh Gott. Nee, aber das stimmt schon. Alien ist natürlich auch so ein bisschen die Template, die Prototyp für. Ja, auch so The Thing-mäßige Filme, wo eine Gruppe an Leuten in einem begrenzten Raum, in einem isolierten Raum ist und irgendwas Stranges passiert und die Paranoia greift um sich und so. Das ist ja eigentlich auch ein Prototyp gewesen für so eine Art. Also da sind ja, also die Ähnlichkeiten zu The Thing sind ja schon ziemlich krass, finde ich, bei Alien und Ja, Alien Thing. War ja das Konzept, um das auf gut Neudeutsch zu sagen, 10 kleine sich da mal abzusichern in alle möglichen Richtungen, wo von einer Gruppe von Leuten einer nach dem anderen gemetzelt wird, was natürlich dann Alien hat mit festgelegt, aber dann wurde das ja quasi zum Standard von allem, was Slasher-Filme und Horrorfilme mit einer Gruppe von Leuten dann angeht. Meistens bleibt dann die kleine Frau oder sowas übrig, die eigentlich mit am schwächsten ist, aber doch gut drauf ist im Kopf und die Situation eigentlich gut überblicken kann. Da kommt starken doch auch wieder Neues, oder? Was für damals ja irgendwie auch echt eine große Sache war. Also heute, jeder kennt Ellen Ripley, auch so eine vielleicht nicht ganz so große popkulturelle Ikone, aber schon wie Ellen Ripley aus Alien. Aber hat man in der Form damals auch nicht gesehen, dass eigentlich eine schwache, auf den ersten Blick vermeintlich unwichtige
kleine, unscheinbare Frau, dass die dann aber die letzte Überlebende ist und irgendwie auch jetzt in 4 Filmen so bis aufs Blut gegen diese Aliens immer und immer wieder kämpfen muss. Die Story wird ja dann auch ein bisschen verworrener und ein bisschen verwässerter, wie das immer so ist, aber hat man damals in der Form auch noch nicht gesehen. Da waren es halt immer die waffenstarrenden Typen, die harten Muskelmänner, die natürlich haben die sich mit so einem Alien rumgeschlagen, aber da war es auf einmal so eine schwache, verletzbare Frau. Und damals war ja Sigourney Weaver auch noch ein bisschen jünger. Ich habe ja gedacht, filigraner und zerbrechlicher. Ja, die Szene am Ende in der Unterwäsche. Es gibt ja dieses berühmte Bild von ihr mit abrasierten Haaren, wo sie das Kind auf dem Arm hält. Von Aliens meinst du? Mit dem Flammenwerfer in der Hand? Oder welchen meinst du? Das ist der erste Teil, wo sie die Haare abrasierte Haare ist aber erst Teil 3. Nee, abrasierte Haare ist Teil 3. Und das Kind ist Teil 2. Nee, nicht abrasierte Haare, aber kurze Haare. Kurze Haare, ja. Kurze Haare hat sie, glaube ich, auch im ersten oder im zweiten. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es dieses Bild. Es ist auf jeden Fall vom ersten oder vom zweiten, wo sie dieses Kind auf dem Arm hat. Und ich habe immer gedacht, es ist ein Mann. Also, als wie gesagt, kam auch, glaube ich, Anfang der 80, Alien 1 kam, glaube ich, 79 oder so raus. Und Aliens war 82? Ja, ich glaube, irgendwie sowas. Also, natürlich zu dem Zeitpunkt habe ich, als der rauskam, habe ich nicht gesehen, aber das war dann so die Zeit, wo man in die Videothek gefahren ist und dann hieß es, Kinder, bitte draußen bleiben, weil die Videothek ab 18 war und ich stand dann immer so am Eingang, während dann mein Vater irgendwie Filme rausgesucht hat, immer mit den Filmen nach vorne zu mir kam und dann gefragt hat, ob der cool ist oder nicht. So war das halt und da habe ich aber dann immer so die Filmplakate gesehen von Filmen, die ich nicht sehen durfte und da habe ich dann auch dieses Bild von Alien oder Aliens gesehen. Ja, das und war auf jeden Fall das Postermotiv vom zweiten. Genau. Mhm. Und ich habe immer gedacht, das ist ein Mann. Ja. Und ich dachte immer, es ist ein Mann. Und dann irgendwann, zum ersten Mal, weiß ich nicht, ein paar Jahre später, sehe ich dann halt Alien und es ist halt eine fucking Frau. Da war ich erstmal enttäuscht, weil gerade in dem Alter, wenn du noch ein Kind bist oder Junge, du brauchst so eine Identifikationsfigur und Sigourney Weaver ist jetzt nicht unbedingt die Identifikationsfigur für einen 12-jährigen Jungen. Und dann kommt noch die Metroid-Enttäuschung dazu, wo genau das Gleiche dann, passiert und ist. Und dann zockst du gleichzeitig noch Metroid durch und alles Frauen. Das ist total unglaublich. Habt ihr Angst vor starken Frauen? Snusnu. Death by Snusnu. Ich arbeite gern unter Frauen. Die wäre richtig für meinen Stab. Gut. Nee, aber Etienne, hör auf jetzt. Okay, ich mag es übertrieben haben, wenn ich gesagt habe, die besten Filme oder viele der besten Horrorfilme finden statt im Weltraum oder in anderen Gegenden, wo die Sonne sonst nicht scheint. Aber Alien hätten wir auf jeden Fall mal kurz ansprechen müssen, das haben wir hiermit auch getan. Wir haben vorhin, bevor wir den Cast angefangen haben, kurz über folgenden Film hier unterhalten und der wurde 87 gedreht von eigentlich einem Regisseur, der eigentlich Horrorautor ist, der mittlerweile auch nicht nur Bücher schreibt, sondern auch viel Filme dreht, von Clive Barker, Hellraiser. Oh, ich liebe Hellraiser. Ich liebe Hellraiser, ich liebe diese Mythologie, ich liebe liebe den Style, die ganzen Ketten, das Blut, das Leder, Wetten die Nägel. Wetten können, dass der Wolf voll auf Hellraiser ab. Wobei, ich muss sagen, ich habe den jetzt vor ein paar Wochen nochmal geguckt, den ersten Teil, und man muss fairerweise zugeben, der ist jetzt auch nicht, also das Alter ist jetzt nicht spurlos rübergegangen. Die Tricks sind teilweise echt ziemlich billig. Und vor allem, wer die Kurzgeschichte gelesen hat, wird vielleicht ähnlich entsetzt gewesen sein wie ich, weil die Schauspieler teilweise überhaupt nicht passen. Also in der Kurzgeschichte ist die handelnde Frau, wird so als junge, scharfe, heiße, in meinem Kopf blonde, energetische, junge Powerfrau dargestellt, so ein bisschen, auf die Männer auf jeden Fall abfahren, kann man sich vorstellen. Fass doch mal ein bisschen die Story zusammen, so für diesen Hellraiser vielleicht. Also in Hellraiser, jetzt ganz verkürzt, geht es darum, dass es Zenobiten gibt. Zenobiten sind Priester vom Orden der Wunden, also es ist eine eigene Mythologie, das sind Leute, die einmal eine Puzzlebox gelöst haben, das ist so ein ominöser Würfel, der irgendwie so einen Puzzlemechanismus in sich hat und wer auch immer diesen Puzzlemechanismus löst, dann verschieben sich so die Teile und da bauen sich irgendwelche Formen zusammen. Der öffnet quasi das Tor zur Hölle oder zur Hölle des Hellraiser-Universums und dann kommen eben die Zenobiten, das waren mal ehemalige Menschen, die aber körperlich so modifiziert wurden, dass sie quasi die Spuren ihres Leidens am Körper tragen. Ich dachte immer, also, die kommen aus dem Fegefeuer quasi. So. Nee, das ist so eine, also im zweiten Teil erfährt man es dann besser, das ist so eine Art, der ist schon so eine Art Unterwelt, mit so einem Unterweltherrscher, Leviathan heißt der, und es gibt den Ingenieur, der die Zenobiten zusammenbaut, also der, das ist so ein bisschen das Markenzeichen, es hat halt viel mit Körpermodifikation und auch so ein bisschen, ja auch so mit Sex und SM und Fetisch, so diese ganze Szene. Clive Barker ist ja auch jetzt völlig wertfrei, aber irgendwie auch bekennender Homosexueller und hat da irgendwie auch so, glaube ich, ein paar Erfahrungen mit einfließen lassen. Und diese Fetisch-Szene hat er, spricht auch ganz offen drüber. Also das sind so Dinge, das hebt Hellraiser schon ein bisschen von normalen Horrorfilmen ab. Und was mir halt irgendwie prinzipiell immer gefällt, auch hier,
Trotz dieser Cheesiness mittlerweile, aber auch sehr düster, sehr ernsthaft, irgendwie keine lustigen Sprüche so, da ist nichts Pseudo-Ironisches mit Augenzwinkern, sondern der war für damalige Verhältnisse echt ziemlich hart. Also da werden Leute werden von Ketten durchbohrt und die Haut abgezogen und es geht halt viel um Qual und Folter und dieses ewige Leid, was andere dann aber wiederum anstreben, weil sie sonst nichts mehr fühlen. Also psychologisch bestimmt auch sehr interessant, das alles zu untersuchen. Ja, man. Geht auf jeden Fall immer noch gut zur Sache. Die Nachfolger wurden dann graduell auch immer schwächer. Mittlerweile gibt es wie viel? 6, 7? Ich glaube 8 gibt es. 8? Der letzte war, glaube ich, auch so ein Online-Ding, ne? Hellraiser jetzt online. Oh, genau, und es wurde gerade ein neuer Pinhead gecastet für einen Reboot. Nein, wer denn? Wer ist das denn jetzt? Ich weiß nicht, wie der Schauspieler ist. Ich habe nur ein Bild gesehen. Ist ein Mann mit Glatze. Mann mit Glatze. Ja, hätte man sich denken können. Aber du hast es klar so angedeutet in der Form, man kann dann, glaube ich, auch wirklich Parallelen zu anderen Serien eben wie Freddy oder so weit ziehen, dass der erste Teil noch ein komplett tonlich anderes Werk gewesen ist als die Sachen, die danach gefolgt sind. Der Pinhead, der mittlerweile natürlich als ikonische Figur für die Serie dann steht, eben der große Mann mit dem weißen Gesicht und den Nadeln überall im Kopf, der war ja nur einer von 4 Zenobiten, glaube ich, im ersten Teil und war natürlich nicht die vorherrschende Rolle und so weiter, wurde aber natürlich dann da rausgezogen und sagt, das ist ja jetzt der Go-To-Guy, das ist unser Movie-Monster. Und er wurde, glaube ich, auch mit den späteren Teilen auch viel mehr so, ja, teilweise auch, hat auch Sprüche abgelassen und so weiter, ne? Weil das ja, ist ja. Also bizarrerweise trat er in den späteren Filmen immer weniger auf. Also der kam, ich glaube, in den letzten paar Teilen hat er insgesamt einen Screentime von, was ich, 12 Minuten oder so gehabt. Also je wichtiger er wurde, eigentlich irgendwann hat sich alles nur noch auf ihn konzentriert und in Hellraiser, egal wie die Geschichte war, aber irgendwann musste halt auf jeden Fall wieder Pinhead auftauchen, weil er so das Maskottchen war, aber wurde dadurch auch so ein bisschen so zur Beliebigkeit degradiert. Also am Anfang noch sehr, sehr cool und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was den Reiz von Hellraiser ausmacht, dass Hellraiser, die ganze Serie, die Mythologie, die spielt nämlich auch mit dieser Faszination des Grauens. Also wir haben es ja am Anfang mal ganz kurz versucht zu erklären, was das Coole an Horrorfilmen ist. So ein bisschen diese gefahrlose Faszination für das Düstere und auch für den Tod und für die Gefahr, so ein bisschen von seinem heimischen Sessel zu erleben, so ohne Gefahr für Leib und Leben. Aber irgendwie, es interessiert einen ja doch. Man will ja schon so ein bisschen so gucken, was ist denn so da hinten im Dunkeln? Und das hat Hellraiser wirklich immer zum Thema gemacht, dadurch, dass die Leute in Hellraiser teilweise auch diese Unterwelt erleben wollen. Also die wollen dann auch in diese Unterwelt gezogen werden und da gequält werden. Sie wissen, was sie erwartet, immer während der Qual. Aber das macht sie halt einfach an, weil sie sonst irgendwie für keine weltlichen Begebenheiten mehr Gefühle aufbringen können. Also die Faszination, was ein Horrorfilm eigentlich für uns vielleicht unterbewusst so faszinierend macht, das wird bei Hellraiser in der Geschichte aber auch wieder aufgegriffen. Und ich glaube, das macht auch einen großen Teil des Reizes aus, wenn die Filme nicht so scheiße geworden wären. Ja, du sagst es ja schon in der Form. Es ist ja normalerweise jetzt Furcht oder Angst ist eine Emotion, die man normalerweise, das ist eine negative, oder man verbindet es als negative Emotion und das wird man ja mit Unterhaltung dann eigentlich nicht bedienen wollen, negative Emotionen. Also du guckst dir keinen Film an, um Schmerzen zu spüren oder um, okay, Leiden wahrscheinlich auch oder irgendwie Traurigkeit. Nee, aber ja, das bei Horrorfilmen ist ja auch eigentlich schon relativ klar, warum das geguckt ist. Es ist eigentlich im Prinzip das Überstehen, was dann das ausmacht. Also du wirst in eine extreme Situation, in eine psychologisch extreme Situation gesteckt, wie der Wolf schon gesagt hast, aber sie ist ja im Prinzip gefahrlos, weil du sie überstehst, du überlebst sie ja. Keiner hätte ja in irgendeiner Gefangenensituation oder in so einer Horrorsituation zu sein. Man kennt das ja, wenn man einen Albtraum hat oder so, wie sehr einen das schlaucht, aber in einem Film ist es halt nach 90 Minuten vorbei, oft mit einem Happy End oder irgendwie, wie auch immer, du erfährst eine Form der Erleichterung und hast aber davor den Adrenalinschub der Angst gehabt und das ist ja eigentlich die geile Mischung, die du in meinem Horrorfilm hast. Das ist ja das Gleiche, ganz kurz, das ist das Gleiche, wo die Leute immer sagen, ich hasse Horrorfilme, weil da habe ich immer Schiss. Aber das ist ja, was du gesagt hast, wie bei Dead Space, ne? Ist deswegen ja, gucke ich es ja. Genau, das ist ja der Ziel der Sache. Es geht ja genau darum, wie bei einer Komödie, dass du lachst, dass du Schiss hast. Dann, das ist ja genau das Ziel. Diese Emotion soll ja geweckt werden und diese Emotion zu überstehen, ist genau das, was ja dann auch diesen Rush ausmacht. Die typische Katharsis. Ja, ich glaube, da kommt eben nochmal was dazu, dass diese Art von wirklich Angstzuständen und Anspannung und das Überstehen, was du gerade ausgeführt hast, Ede, sowas hat man in der Form und in der Frequenz im echten Leben eigentlich nicht mehr. Das sind Sachen gewesen, wenn du das ganz weit zurück bist. Ich glaube, ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel darüber gelesen, in dem sich das genau um das Thema gedreht hat. Vor allem, wenn du auf den Mensch zurückgehst, der vor wirklich
Tausenden, Abertausenden von Jahren, Jäger und Sammler und so weiter, waren natürlich Existenzängste, ne? Um die Ecke lautern das große böse Mammut, das einen reißen will und so weiter und so fort. Das sind eigentlich Emotionen, die im heutigen Alltag nicht mehr in dieser Form bedient werden können, aber die natürlich noch genetisch irgendwo einprogrammiert sind. Schau mal in Simons Kühlschrank. Und ich meine, der Typ hat verdammte Nägel im Kopf. Und das. Also muss man wirklich mehr sagen, das ist doch schon alles klar. Das will doch keiner. Das will keiner haben, absolut nicht. Das will nicht. Doch keiner. Ey, damals vor ein paar Jahren dachte außer ich noch, Alter, Wolf. Wenn das gehen würde, ohne Flachs, ey. Wolf hat schon Löcher im Kopf. Einfach, weil es einfach so cool ist. Okay, weiter. Ja. Ich glaube, ich warte noch mal ein paar Jahre länger und dann ist es auch mal wieder attraktiv. Dann Bodygrafting oder wie man das dann nennt. Ey, ich mache den Trend wieder ganz groß. Oder du kannst ja so ein Gewinde einpflanzen lassen, wo du das draufschrauben kannst, wie die Punker mit den Nieten. Da morgen oben. Komme ich so mit ganz vielen Nieten und Schrauben in der Fresse zur Arbeit. Wundert euch nicht. Kommst du nicht mehr durch den Metalldetektor unten. Cool, dann brauche ich gar nicht mehr fliegen, astral. Gut, ein weiterer Film, der, finde ich, mittlerweile nicht mehr wirklich so heftig rüberkommt, wie er es damals gemacht hat. Also Hellraiser, finde ich, wirkt heute immer noch gut und hat seine Wirkung. Den konnte ich als Kind, wie ich ausgeführt habe, wo ich da wirklich dann teilweise extrem Schiss vor hatte, den konnte ich damals gar nicht gucken. Hat mir vor ein paar Jahren nochmal gegeben. Ist immer noch sehr, ja, die Anspannung ist immer noch da, aber nicht so extrem. 1985... Ich rede natürlich hier von Poltergeist. Boah, der hat da, echt einiges verloren, muss ich sagen. Ja, kann ich direkt was zu sagen, weil ich den vor zwei Wochen, stimmt, ich habe den auf Blu-ray gekauft, Wochen wieder geguckt habe. Allein, dass ich mir auf Blu-ray gekauft habe, zeigt ja eigentlich schon, dass ich den auch in sehr verklärter Erinnerung habe. Wobei, auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist ein Horrorfilm-Klassiker und deshalb wollte ich ihn auch haben. Mhm. Aber der ist halt eigentlich null gruselig. Also unter heutigen Gesichtspunkten merkt man auch, dass das eigentlich ist ja ein Steven Spielberg-Film. Der macht schon vieles richtig. Also der hat das ist im Prinzip jeder Steven Spielberg-Film in den 80er Jahren, da gab es diese typische amerikanische Familie in dem kleinen, ruhigen Vorort, wo die Kinder BMX-Rad fahren und dann kommt ein Alien auf dem Planeten und mal spukt es halt im Haus. Und Chris Rock hat mal einen sehr schönen Scherz in seinem Stand-Up-Programm darüber gemacht und hat gemeint, dass das Verrückte an Weißen ist, wenn sie einen Geist im Haus haben, wie bei Poltergeist, machen sie nicht das, was Schwarze machen würden, sie würden einfach abhauen und raus aus dem Haus gehen, sondern was sie machen, ist, sie laden mehr Weiße ein. was ich eine sehr... Und ich habe diesen Gag, diese Beobachtung habe ich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt und musste wirklich schmunzeln, als dann in Poltergeist, also die ziehen halt auch, ist wie gesagt so eine Vorstadtfamilie, alles super idyllisch und die ziehen halt in so ein Haus und da fängt es halt an zu spuken, so eine klassische Spukgeschichte eigentlich. Und dann fangen da halt Sachen an, das Kind wird in den Fernseher gezogen und spricht dann aus den Grisselbildern aus dem Fernseher mit denen und irgendwie erscheinen Sachen und Illusionen haben sie und keine Ahnung. Und was sie halt machen, ist, dass sie wirklich immer mehr Leute dazu holen, die dann das Phänomen untersuchen sollen. Aber sie weigern sich halt. Das Erste, was jeder Normale machen würde, so fuck, die Wände sprechen hier. Ich glaube, ich suche mir eine andere Wohnung. Ja? Aber was die halt darum machen... Ist die Ghostbusters. Aber du hast Quartals gezahlt. Ja, genau. Und was da halt in dem Film passiert ist, ist halt, können Sie sich das mal dem Problem annehmen? Wir gerade haben sich die Stühle in der Küche selber aufgestapelt. Können Sie uns da helfen? Wir würden gerne hier wohnen bleiben. Oder der Baum hat gerade angefangen, sich zu bewegen und in unserem Schrank werden Sachen fangen an zu fliegen. Also der hat schon ein paar coole Szenen. Es gibt im Poltergeist diese eine Szene, wo sie halt merken, es kommt ja so langsam, dass sich irgendwelche komischen Sachen ergeben. Und dann gibt es eine Szene, die unter heutigen Aspekt nichts Besonderes mehr ist, aber damals eigentlich schon eine coole Idee war. Du siehst quasi diese Küche, einen Küchentisch, die Stühle stehen ganz normal am Küchentisch und die Mutter macht irgendwas in der Küche und es ist alles ohne Schnitt. Und dann siehst du halt die Kamerafahrt geht an den Tischen und den Stühlen vorbei auf die Mutter, die da irgendwas kocht. Und dann hört sie irgendwas und die Kamera geht zurück und dann stehen die Stühle so einen halben Meter vom Tisch quasi ungefähr weg. Aber es ist noch so subtil, dass du merkst, sie fragt sich so, standen die gerade nicht nah oder irgendwie? Und dann geht sie halt hin und schiebt die Stühle irgendwie wieder in die richtige Reihenfolge
Und die Kamera geht wieder mit ihr mit, sie kocht irgendwie weiter, hört wieder ein Geräusch, die Kamera geht zurück und plötzlich sind die Stühle gestapelt wie eine Pyramide, physikalisch eigentlich unmöglich, auf dem Tisch drauf, ganz oben ist noch ein Stuhl mit auf einem Stuhlbein so ungefähr, wo sie dann nicht mehr sagen kann, also es gibt keine Möglichkeit mehr zu sagen, oh, das habe ich mir bestimmt eingebildet, weil du hast gerade eine Stuhlpyramide innerhalb von einer Sekunde in deiner Küche. Und das sind so Sachen, die eigentlich schon das Potenzial haben, eigentlich cool zu sein und auch gruselig zu sein, aber der Film war halt damals auch an Mainstream und an Leute gerichtet, die vielleicht auch E.T. geguckt haben oder so. Also es war auch viel komödiantische Sachen und es war immer so noch sehr Familien. Ich glaube, ja, das ist, glaube ich, eher eine Schauergeschichte als wirklich ein Horrorfilm. Natürlich, bei Kindern wirkt es umso mehr. Und jetzt, wo du gerade E.T. erwähnt hast, möchte ich das nochmal kurz mit reinwerfen. Im Grunde ist Poltergeist ja effektiv E.T. gewesen. Wer sich mal mit der Entstehungsgeschichte von dem Film auseinandergesetzt hat, E.T. war damals gedacht als eine Art Hostage-Situation. Ne, E.T. war nicht nur der Film, dass eine Alien stürzt auf der Erde ab und mich dann nach Hause kommt und so weiter, das ist das, was danach entstanden ist, aber im Grunde war die Ursprungsgeschichte von E.T. eine Gruppe von Aliens, die aussehen wie dieses E.T.-Alien, besetzt eine Farm und macht dort Terror sozusagen und hält die Farmer als Geisel. Und davon wäre dann der eine E.T., der dann im Film dann letztendlich dort gewesen ist, der eine Gute, der sich anfreundet mit dem Kind der Familie und so weiter und so fort. Diese Geschichte ist dann nie gedreht worden von Spielberg. Das wurde dann zusammengedampft zu dem E.T.-Film, den man kennt. Und Versatzstücke aus der anderen Geschichte, daraus wurde dann Poltergeist. Das konnte dann Steven Spielberg nicht mehr selber drehen, aus Zeitgründen und so weiter, hat das Toby Hooper eben übernommen. Aber inhaltlich sind da sehr viele Sachen mit eingeflossen von diesem Urkonzept von E.T. Also die Parallelen, die man draußen kann, ich denke mal, da ist auch ein bisschen was von diesem leichten Humor mit übrig geblieben, der dort mit drin war. Aber die Filme sind schon, obwohl die eine andere Ausrichtung haben, sehr eng miteinander verknüpft. Ich kann übrigens nur empfehlen, nach E.T.-Horror-Trailern zu suchen. Also ein paar Leute haben E.T., also daraus quasi einen Horror-Trailer geschnitten. Und wenn man sich weiß, dass es E.T. ist und was für eine Art von Film ist, das ist nämlich familienfreundlicher, dann könnte das wirklich einer der krassesten, gruseligsten Horrorfilme mit Kindern sein. Weil E.T. so vom Design her ist ja ohnehin fragwürdig. Es gibt übrigens auch E.T.-Pornos, möchte ich nur mal einwerfen. Hast du hiermit eingeworfen? Möchte ich nur mal so, ja. Man soll sich ja nicht langweilen im Internet. Hier dann immer neue Impulse von Game One. In Inception, der Gedanke wurde gepflanzt jetzt. Aber wo du es gerade gesagt hast, Toby Hooper. Da können wir eigentlich direkt über einen der meiner Meinung nach besten Horrorfilme aller Zeiten sprechen. Genau, Life Force. Nein, Texas Chainsaw Massacre. Absolut. Ich liebe diesen Horrorfilm immer noch abgöttisch. Also ich muss sagen, dass natürlich das Original Chainsaw Massacre, ich meine jetzt nicht das Remake von 2006. Die Originale ab 16 FSK hier freigenommen. Genau. So. Ja. genau die Version meine ich. Ist für mich echt immer noch einer der besten und für mich ganz persönlich auch das Horrorgenre definierenden Horrorfilme. Also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war auch hier wieder nicht mit 6, sondern da war ich irgendwie bestimmt auch schon 19 oder 20 oder so. Da gab es so ein Programmkino in Münster und da lief der auch und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und ich war danach wirklich fix und fertig. Der hat mich emotional und körperlich hat er mich so an den Rand getrieben. Also auch heute, ich habe den seitdem auch nur so zweimal noch gesehen. Ich kann den einfach nicht gut gucken. Also das ist echt krass, so alles andere lässt mich relativ kalt, aber der macht mich auch heute noch fertig. Ich bin danach immer komplett alle. Ich will duschen gehen und fühle mich total unwohl und den finde ich wirklich schlimm, Etienne. Ich glaube, ja, bitte. Ja, nee, kann ich unterschreiben. Ich versuche den schon seit Jahren irgendwie, egal, aber den kriegt man nicht, weil er in Deutschland beschlagnahmt ist. Die böse Version, die Uncut-Version, die Scheiße, wie Die spielt jetzt einfach irgendeine Musik ein. Nee, aber also Texas Chainsaw Massacre ist in der Tat auch einer meiner Lieblings so klassischen Horrorfilme oder so. Ist ein Film, der, ich glaube von 77 ist der? Oder? 74. So alt. Krass, ja. Und da muss man auch sagen, Respekt, dass ein Film, der jetzt schon 36 Jahre auf dem Puckel hat, dass der immer noch so krass ist. Was mir bei Texas Chainsaw Massacre gefällt, ist, es sind gar nicht irgendwie die expliziten Szenen, davon gibt es ja eigentlich auch gar nicht so viele, sondern eher das gesamte Setting, diese gesamte Atmosphäre, die ist so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, die ist so bedrohlich. Ja, dieser typische Redneck, da möchtest du nicht sein. Ja, aber es ist einfach, es ist so wirklich, die hat sowas, so eine böse Aura hat dieser Film. Er schafft es wirklich, dass du dir denkst, Alter,
ich will wirklich nicht in diesem fucking Haus sein, bei diesen Leuten. Das ist so eine gewisse Verzweiflung. Es gibt keinen, in vielen Horrorfilmen gibt es immer noch die rettende Tankstelle oder den netten Gutsbesitzer oder irgendeinen Typen oder irgendeinen Helfer, an dem man sich hochziehen kann. Bei Texas Chainsaw Massacre hat man das Gefühl, die sind wirklich auf sich allein angewiesen und es ist wirklich einfach ausweglos und irgendwie so verzweifelnd scheiße irgendwie und du hast wirklich keinen Bock, mit denen zu tauschen. Und das finde ich geil. Das ist so eine richtig albtraumhafte und ich fand das auch immer so eine fiebrige Atmosphäre, wie in so einem Fiebertraum. Also wirklich, sobald der Film in diesem Haus ist, hast du das Gefühl, du bist irgendwie so in so einem anderen Bereich der Existenz, wo so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist. Irgendwie. Es ist nicht komplett anders als das, was du kennst, aber irgendwie, du fühlst dich nicht wohl. Also das Haus, das ist düster, es ist verwinkelt. Zum Beispiel auch diese Szene, wo sie das erste Mal in dem berühmten Knochenzimmer ist. Quasi die ganzen die Möbel, Einrichtungsgegenstände, so alles aus Tier- und Menschenknochen gefertigt ist. Also natürlich siehst du in mehreren Einstellungen da irgendwie so eine Knochenlehne und all sowas. Und das ist jetzt nicht mal unbedingt dieser Schockeffekt, weil das ist im klassischen Sinne nicht eklig. Du siehst da keine Leichenteile, sondern nur in Anführungszeichen Möbel, die aus Knochen bestehen. Aber dass du überhaupt in diesem Raum bist, also das macht dir unmissverständlich klar, dass du jetzt irgendwie so einen Bereich betrittst, der rational nicht mehr ganz zu erklären ist. Und das finde ich, das macht auch den Film so bis heute so erschreckend. Das sind nicht, wie du schon gesagt hast, Eddie, die Gewaltszenen, die krassen Splatter-Szenen, weil es die wirklich eigentlich nicht gibt. Das ist so ein bisschen wie bei Psycho, wo auch immer alle dachten in der Duschszene, dass man sieht, wie das Messer in den Körper eindringt, sieht man kein einziges Mal. Und beim Kettensägen-Massaker gibt es eigentlich auch keine wirklich explizit harte Szene. Es wird immer nur angedeutet und durch Schnitt und Geräusch ist völlig klar, was passiert, aber du siehst nicht, wie er mit dem Hammer irgendwie im Schädel einsteckt. Aber du denkst, du hast es gesehen. Und das macht mich, darauf wollte ich hinaus. Und das ist alles rational irgendwie nicht erklärbar. Das ist ja irgendwie auch der größte Fehler, den dieses scheiß Remake gemacht hat, dass sie versucht haben, ihm noch so eine Backstory zu geben und zu erklären, dass er jetzt irgendwie ein Psycho ist, weil er als Kind da irgendwie emotional misshandelt oder keine Ahnung. Im Original ist es so, da rennt halt einfach dieser offenbar geistig zurückgebliebene, unfassbar muskulöse Metzger Meister rum mit einer blutigen Schürze und einer Kettensäge, am Anfang noch im Hammer, der sich halt irgendwie aus Menschengesichtern Masken gefertigt hat und die dann überzieht. Und zusammen mit der gesamten Familie, die alle völlig degeneriert sind und in diesem Haus leben, bringen die halt Leute um. Also wer auch immer sich in das Haus verirrt, der wird umgebracht, teilweise gegessen und aus seinen Knochen werden dann irgendwie Möbel gemacht für den nächsten Besucher, der reinkommt. Das ist ein bisschen sowas wie Ikea. Quasi, ja. Wobei ich, glaube ich, lieber in diesem Knochenhaus wäre als bei Ikea an so einem typischen Samstag. Nee, aber tatsächlich, was bei Texas Chainsaw Massacre auch so ist, ist diese, wie du gesagt hast, wo sie dann in diesen Raum kommt und sich dann ihr auch so ein bisschen offenbart, in welcher Scheiße sie eigentlich gerade steckt. Ja. Das ist so ein bisschen diese Tip of the Iceberg. Also es ist schon scheiße und es ist schon bedrohlich, aber das ist ja auch ein klassisches Element, was jetzt immer wieder benutzt wird, auch wie bei Hills Have Eyes und so weiter, dass du irgendwo hinkommst und merkst irgendwie, alter Schwede, es ist ja noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Die sind ja nicht einfach nur Psychopathen oder die sind nicht einfach nur böse, sondern ich sehe ja, was meinen Vorgängern passiert ist und deshalb weiß ich in etwa, was mich hier auch erwarten wird und das macht ja dann so ein bisschen diesen Wettlauf gegen die Zeit oder beziehungsweise diesen Kampf ums Überleben aus, weil die wissen, okay, spätestens jetzt weiß ich komme hier nicht mehr lebend raus, hier ist die Kacke am Dampfen. Diese extrem verzweifelte und schlimme Atmosphäre, also man muss sich mal vor Augen halten, ich glaube, die letzten 20 Minuten im Film wird nur noch geschrien. Also ich glaube, da gibt es keinen einzigen normalen Dialog mehr, sondern Mary Burns, die einzig Überlebende, die schreit halt in einer Tour bis zum Ende. Da passiert sonst nichts mehr, also dialogmäßig oder was die Story vorantreibt. Das ist einfach reiner, purer Terror. Und das ist auch ganz witzig, die Drehgeschichte, weil natürlich ein Low-Budget-Film, die hatten kein Geld für nichts. Es war knallheiß in dem Sommer, als sie es gedreht haben. Und der Darsteller von Leatherface, Gunnar Hansen, der hat auch wirklich dieses Kostüm, dieses mit Tierfett und künstlichem Blut beschmierte, ranzige Kostüm, was dann irgendwie 10 Stunden durch die Sonne getragen wurde, hat er auch wirklich knallhart bei jedem Drehtag angehabt.
hat auch mit seinen Mitschauspielern nicht gesprochen. Also wenn die zusammen gegessen haben, haben die eben nicht zusammen gegessen, sondern er saß am eigenen Tisch und die ganzen anderen Schauspieler an ihrem Tisch. Und so hat sich ganz normal wirklich so eine ganz unterschwellig aggressive und beängstigende Atmosphäre aufgebaut, weil die ganzen Drehbedingungen auch so schrecklich waren. Man weiß zum Beispiel auch ziemlich am Ende des Films, da rennt sie durch den Wald, es ist dunkel, fast schon Nacht, und er rennt ihr hinterher mit einer Kettensäge, heutzutage undenkbar. Der rannte wirklich mit einer laufenden Kettensäge 3 Meter hinter ihr durch den dunklen Wald. Also das war halt Low Budget, das musste halt einfach so gedreht werden. Heutzutage gäbe es da Sicherheitsbestimmungen und mit Tricks und irgendwie durch Kameraperspektiven. Nur bei Game One machen wir es genauso. Ja, da ist noch keiner umgekommen, aber ich glaube, ich war jetzt kurz vor ein paar Minuten draußen, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon geredet habt. Es gibt ja das Remake von, ich glaube, Markus Nispel, oder? Der Protégé von Michael Bay, da sieht man, was dabei rumkommt, und ich glaube, Pest und Cholera. Da kann man wohl gut dagegen anstellen, was. Aber beim Remake läuft Jessica Biel mit einem Unterhemd durch eine Sprenkleranlage oder durch den Regen. Irgendwas. Ja. Auf jeden Fall wird sie nass und läuft mit einem Unterhemd. Also im Prinzip die Szene, die sie bei Scary Movie verarscht haben mit Carmen Electra. Dort war sie gut. Sie läuft wirklich im gesamten Film in einem knappen Unterhemd. Und es ist einfach fantastisch. Also, das ist wirklich der einzige Grund, wirklich sehr schön, Film anzugucken. Es ist nicht gruselig, aber es ist schön. Das ist wirklich sehr schön. Diese Low-Budget-Sachen, den Low-Budget-Look, einfach begründet, so wie das dann gedreht wurde, den du angesprochen hast, Wolf. Ich finde, das kann man ein wenig, die Wirkung, die der Film hat, ähnlich wie solche Filme, die bewusst auf dieses Low-Budget hingehen, wie eben Blair Witch Project oder Paranormal Activity zuletzt, die so ein bisschen sich anfühlen sollen, wie aus dem Leben gegriffen. Das hat, denke ich, bei Texas Chainsaw Massacre, der, finde ich, natürlich erkennbarer ist als jetzt, das ist kein Zeitdokument, das dort gefunden wurde und kein realer Film. So noch. Tun, ja. Aber es fühlt sich wesentlich greifbarer und reeller und glaubhafter an, als wenn es jetzt diesen hohen Glitzfaktor oder diese perfekten Kameraeinstellungen und so weiter dann gehabt hätte. Und das ist was heute dem Film noch hilft. Das ist doch so ein bisschen orientiert an Manson, oder? Es ist eigentlich orientiert an Ed Gein. Ed Gein, Serienkiller in den USA, der, glaube ich, Manson. The Devil's Rejects. Devil's Rejects könnte das dann gewesen sein. Ja, da gibt es die Szene, I'm here to do the devil's work. Das ist von Charles Manson. Obwohl sehr, sehr vieles ja von Gein dann abgeschaut. Ja. Der hatte ja, glaube ich, Serienkiller in den USA, der auch sich seine Opfer dann daraus Möbelstücke gebaut hat, ne, aus Füßen. Ja, ich glaube, er hat sich einen Lampenschirm aus Haut gemacht und hat auch, als sie ihn verhaftet haben, haben sie, glaube ich, irgendwie Leichenteile auf dem Herd gefunden, weil er seine Mutter verloren hat. Auch ein bisschen Inspiration für Schweigende Lämmer, für Buffalo Bill. Also das Motiv wurde auch nochmal aufgegriffen. Apropos, weil wir gerade so schön geredet haben über diese auswegslose Situation, da würde ich gerne einen Film einwerfen, der auch bis heute zu einem meiner absoluten Favorites gehört. Kann man auch drüber streiten, ob es ein Horrorfilm ist, aber wenn wir jetzt über die anderen, wenn ich so... Jetzt bin ich gespannt. Ist Funny Games. Michael das Original Hanekes, oder das Remake? Ja, ist fast das. Also ich rede vom Original, aber das Remake ist fast ein Eins, ist ja vom auch von Haneke. Das Gleiche, ist im Prinzip das Gleiche mit auch anderen guten Schauspielern. Und Naomi Watts ist heißer als Sonne Lothar. Ja, also was ich halt noch beim Original krasser finde, ist dieser österreichische Akzent, den die Protagonisten haben, die beiden Typen. Den fand ich irgendwie so, weil Österreicher für mich zumindest immer so nett freundlich klingen. Die haben sowas, ich kann es nicht erklären, ich kann die nicht ernst nehmen. Ich habe einmal einen österreichischen Horrorfilm gesehen, der hieß In 2 Tagen bist du tot oder In 3 Tagen bist du tot. Oh ja. Der ist, glaube ich, sogar relativ bekannt in Österreich. Ich fand den schrecklich, muss ich sagen, aber schrecklich auf eine andere Art und Weise, küss die Hahn. Ja, sag er mal. So kannst du auch mit dir nicht. Das passt einfach nicht zusammen, ey. Also sorry. Die Sprache ist eigentlich anti-gruselig. Ja. Da gibt es dann eine Szene bei In 3 Tagen bist du tot, wo dann der Bösewicht, oder ich will nicht zu viel verraten, irgendwie, vielleicht guckt ihn ja noch jemand, steht dann gegenüber mit einer Pistole und da sagt dann der bedroht ist, der die ganze Zeit einen Kampf ums Überleben hat, ja, gehen's weg. Weißt du? Gehen's weg. So, was wahrscheinlich in österreichischem Slang so viel heißt wie, oh nein, verpiss dich, ist halt, ja, gehen's weg. Auf jeden Fall ist es so ein Stimmungstöter quasi, so, weißt du? Und kein Angriff auf unsere österreichische. Nein, ich mag für unsere Ohren klingt es nur sehr ungewohnt. Ich mag die Ösis total gerne, aber es ist nur einfach, für unsere Ohren klingt es immer sehr weich und lieb. Und das ist halt irgendwie bei Funny Games so eine perfekte Mischung, weil die so ja auch so freundliche, also vielleicht zur Story kurz, wer es nicht kennt. Genau, wollte ich sagen, Erklärung.
Es ist quasi eine relativ wohlhabende Familie, fährt auf ihren Ferienwohnsitz irgendwie in einer, ich weiß gar nicht, Villengegend, wo die Villen so ein bisschen isolierter sind. Am See. Und ja. Mit ihrer Familie, ich glaube, Tochter, Sohn. Nee, nur ein Sohn. Nur ein Sohn, Mutter, Vater und sind da eigentlich. Und es gibt eigentlich kaum Geräusche, also keine Musik wie bei John Carpenter-Filmen oder so, sondern es ist alles so fast schon. Ja, wie ein Familienvideo geschnitten. Also es ist jetzt nicht Blair Witch Project, aber es ist sehr puristisch alles gemacht und es fängt alles gut an und dann kommen halt irgendwie zwei nette, adrette, junge Typen, gut gekleidet, in diese vornehmliche Wohngegend und wollen sich dann irgendwie zwei Eier leihen und die Mutter sagt, ja, kommen Sie doch rein, ich hole sofort die Eier und im Prinzip nehmen die dann diese beiden Typen, diese Familie als Geisel in ihrer eigenen Wohnung. Aber es fängt so ganz subtil an. Es ist schwer zu erklären, so eine subtile, brutale, psychische Aggression, die kommt. Also man merkt, dass sie immer bestimmender werden und aufdringlicher, diese Typen, und sie kriegen sie eigentlich nicht mehr aus dem Haus. Und es kippt irgendwann diese vermeintlich vorgetäuschte Freundlichkeit dieser beiden Typen, kippt dann irgendwann, wo es dann halt rauskommt, dass sie dann den Vater mit dem Golfschläger irgendwie die Kniescheibe oder das Bein zertrümmern, sodass der am Boden liegt. Und damit haben sie schon den ersten Widersacher, der ihnen gefährlich werden könnte, quasi ausgeschaltet. Und dann schließen sie die Familie ein und fesseln sie. Und es passieren noch ganz andere Sachen. Ich will jetzt nicht so viel verraten. Auf jeden Fall ist das ein Film, der unheimlich mit den Ängsten und mit den Erwartungshaltungen der Zuseher spielt. Natürlich auch ganz bewusst, Haneke macht das bis zur Perfektion. Der Film wird ja auch immer über den Klee gelobt. Was der Film so krass macht, ist auch diese Auswegslosigkeit. Ja? Und selbst mit diesem Gefühl spielt, ich will jetzt diese berühmte Szene nicht spoilern, wer sie noch nicht kennt, aber der Wolf und der Gregson, ihr wisst bestimmt, wovon ich rede. Aber es gibt wirklich Stellen in dem Film, wo du als Zuschauer verzweifelst, weil den, oder soll man es verraten? Ja, wir machen eine Spoilerwarnung. Bitte, Leute. Genau. Ich würde auch sagen, aber wir müssen schon darüber reden können, sonst wird es wirklich die ganze Zeit so spannend. Spult sicherheitshalber, wenn ihr den Film noch gucken wollt, spult mal 5 Minuten vor. Der Gregor kann ja markieren, an welcher Stelle wir wieder über was anderes reden. Wir haben euch gewarnt. Wir haben euch gewarnt, genau. Es gibt bei Funny Games also diese Szene, den Sohn abknallt. Ja. Genau. Und dann guckt der quasi in die Kamera und fängt an, mit dem Zuschauer zu sprechen und sagt ihm, boah, das findet ihr jetzt bestimmt so sinngemäß, ich kriege jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr hin, das findet ihr jetzt bestimmt scheiße, ihr würdet doch jetzt gerne zurückspulen irgendwie so. Das deutet sich immer mehr an, dass diese beiden Täter, dass sie auch immer wieder direkt, im Amerikanischen sagt man, die Fourth Wall durchbrechen. Also die sind sich bewusst, dass sie in einem Film sind und sprechen dann auch wirklich zum Zuschauer. Es gibt diese eine Szene, da passt der eine von denen irgendwie nicht auf, also die haben die Familie, wie du schon gesagt hast, im Wohnzimmer als Geisel genommen. Genau sowas. Und die passen gerade nicht auf und ich glaube, die Mutter oder der Vater greift aber kurz zum Gewehr oder der Sohn sogar greift zum Gewehr und bedroht sie. Und dann guckt der eine von den beiden Tätern in die Kamera. Er schießt ihn sogar, glaube ich. Genau, und er schießt ihn, glaube ich, und der andere guckt in die Kamera und sagt so, nee, so läuft das aber nicht. Nimmt sich so die Fernbedienung vom Tisch und spult den Film, also Funny Games, den Film selbst, spult er so zurück. Es gibt diesen Rückspuleffekt im Film bis zu der Szene, wo der Sohn noch nicht an der Pistole ist. Und dann wird die ihm dann auch aber in der zweiten Version quasi vorsorglich aus der Hand genommen. Also das erstmal, da bist du völlig baff als Zuschauer, dass der Film gerade im Film zurückgespult wurde. Aber es ist nicht auf eine lustige Science-Fiction-Art oder so, sondern bis dahin ist der Film schon so anstrengend und du bist so froh, dass endlich mal einer aus dieser Familie die Chance hat, irgendwie auf dem Fluchtweg oder irgendwie aus dieser schrecklichen Situation zu entkommen. Und dann wird es so zunichte gemacht. Das ist wirklich Zynismus at its best, ja. Und dann wird zurückgespult und diese Chance wird genommen und der Horror geht einfach weiter. So. Das ist eine ganz abgefahrene Art und Weise. Und das treibt bei diesem Film eben diese Auswegslosigkeit auf die Spitze, weil spätestens ab dann wird dir klar, du brauchst dich nicht auf ein Happy End zu freuen oder so, die haben keine Chance. Du bist jetzt hier Zuschauer und wirst jetzt live zugucken, wie beschissen
es dieser Familie geht und erlebst es quasi mit. Das ist ja so ein, weil du gerade meintest, der Film wird immer über einen grünen Klee gelobt. Also der hat sehr, sehr viele Anhänger, die ihn hoch verehren, so wie ich auch. Aber der hat auch sehr, sehr viele Gegner, die Haneke, dem Regisseur, immer wieder zum Vorwurf machen, dass er ganz perfide davor gegangen ist, nämlich dass er den Zuschauer quasi zum Voyeur macht dieser Gewalt, die er damit aber anprangern will. Also dass er quasi selbst nicht besser ist und dann auch noch so tut, als müsste man sich dann dafür schämen, dass man sich den Film angeguckt hat. Ist nicht meine Meinung, aber das ist das, was ihm Kritiker immer wieder vorwerfen. Aber gleichzeitig wird ihm ja auch unterstellt, dass das, genau wie du es gesagt hast, dass der Film eine Kritik an der Mediengewalt ist. Absolut, und keine Frage. Und allein, also ich finde das schon, ich habe das nie so, also natürlich sehe ich das so, aber ich bin der Meinung, es ist einfach ein fantastischer Thriller- und Horrorfilm. So bewerte ich den Film. Und ich finde einfach, er ist ein super Terror-Thriller, wie man immer es auch nennen mag, und alles, was darüber hinaus rein und raus interpretiert wird, und ist dann schon wieder eine ganz andere Diskussionsebene. Erstmal, wenn man den Film nur als einen Horrorfilm oder so sieht, ist der einfach krass gut. Auf jeden Fall. Und, also klingt jetzt vielleicht, ich will den auch gar nicht banalisieren, den Film, aber so ein bisschen wie der Vorläufer von dem, was wir heute so als Hostel oder Saw wahrnehmen. Also dieser berühmte Torture-Porn, wo es eigentlich ja um nichts anderes geht, als darum, Leid zu zeigen. Das hat sich dann gerade bei Saw, dann wurde es halt noch ausgefallener und noch krasser und noch abgefahrener und so. Das kam aber in der Form das erste Mal bei Funny Games, das war 97, so krass auf die Leinwand. Haneke selbst hat ja auch gesagt, er möchte mit diesem Film der Gewalt das zurückgeben, was sie hat, was sie beherbergt, nämlich Gewalt ist nicht konsumierbar eigentlich. Also du kannst Gewalt nicht konsumieren, einfach so passiv. Das wollte er damit anklagen, dieser lockere, flapsige Umgang mit Gewalt, dann schippt man hier, man schippt da jemanden, der ist egal, gleich kommt die nächste coole Szene und so. Und er hat zumindest probiert, ihr diese Wucht und diesen Schrecken wieder zurückzugeben. Und ich finde auch, ähnlich wie du, Eddie, ist ihm auch meisterhaft gelungen. Also allein die Szene, jetzt nochmal, wir sind noch in der Spoilerwarnung, aber nachdem der kleine Sohn, und das muss man sich ja klar machen, der ist vielleicht 10 oder so und wird halt von einen der beiden Täter mit einer Schrotflinte erschossen. Also vor den Augen der Eltern. Vor den Augen der Eltern, der gefesselten Eltern. Und ich glaube, die Täter verlassen dann auch erstmal den Raum. Und du siehst dann, ich glaube, so fast krass. 10 Minuten lang, ohne Schnitt, ein völlig starres Kamerabild, wie sich die heulende, völlig traumatisierte Mutter so langsam wieder aufrappelt und versucht dann irgendwie von der Leiche ihres Sohnes wegzukommen und irgendwie den auch schon wimmernden Vater, weil er ein gebrochenes Bein hat, aus diesem Haus zu kriegen. Also rechts, quasi außerhalb des Bildes, liegt noch der tote Sohn, Blut am Fernseher. Und dann siehst du halt ewig lang, wie versucht, in diesem einen Bild nur die Mutter sich aufzurichten und so langsam aus dem Raum zu kriechen, um da irgendwie noch zu wegzukommen. Das ist, ey, mir ging es auch so nah. Das ist unfassbar krass. Also deswegen würde ich den auch auf jeden Fall in das Genre Horror stecken, weil das ist wirklich Horror an seiner Form. Aber ich muss auch, das kann man nicht ertragen. Ich muss auch sagen, das ist ein Film, der wirklich an die, also bei mir, wo ich sage, ich bin, was Filme angeht, nicht Videospiele, bin ich extrem belastbar. Also ich habe schon wirklich viele schlimme Filme gesehen und es gibt eigentlich selten Filme, die mich mitnehmen, also wo ich wirklich sag, alter Schwede, es gibt noch Martyrs, könnte man noch nennen. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Oder so, aber es gibt wenig Filme, die es auch schaffen, mich auf so einer psychologischen Ebene, auf einer psychischen, nicht psychologischen, auf einer psychischen Ebene so, so derart mitzunehmen. Und Funny Games ist da schon einer, der ganz oben in der Liste ist, wo ich sagen muss, geiler Film, aber ich will den eigentlich nie wieder sehen, so. Ja, ist kein Film, den man mal irgendwie mal so reinmacht, wenn man Lust auf einen Horrorfilm am hat. Der ist wirklich, da muss man sich für Zeit nehmen, man muss aber in der richtigen Stimmung dafür sein. Zieht einen richtig runter. Genau, und man muss sich aber auch intensiv, das klingt jetzt irgendwie so pädagogisch, aber man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, was man da gesehen hat und wie man das bewertet. Also da ist ja auch jede Meinung legitim. Mich, also uns beide haben wir jetzt gesagt, hat er wirklich sehr, sehr beeindruckt, aber ich kenne auch viele, denen gibt das gar nichts, die finden es total widerwärtig, die verachten den, sehen da auch überhaupt keine tiefere Message, da wird nichts angeklagt. Da wird einfach nur irgendwie der Zuschauer zum Voyeur gemacht und dann behauptet da jemand, das hätte dann irgendwie einen pädagogischen Lehreffekt. Also aber ganz ehrlich, beide Meinungen sind... Da möchte ich kurz noch was zu sagen, weil ich kenne natürlich auch diese Vorwürfe, aber das ist dann für mich auch so eine geheuchelte Betroffenheit, weil, also
ich würde mir ja selbst was vormachen, wenn ich sage, ich schaue mir nur brutale Horrorfilme an, wenn sie auch ein Stück Sozialkritik enthalten. Nein, Bullshit. Ich gucke mir auch manchmal gerne sinnlose Gewalt an, einfach nur, weil sinnlose Gewalt drin ist. Ich kann mir auch ein Braindead angucken, wo einfach nur... Okay, Braindead ist aber wieder ein komplett anderer. Ja, klar. Aber ja. Ist, letztendlich guckst du den auch nur an, weil ständig irgendwelche Gliedmaßen fliegen und nicht, weil die Story so geil ist oder so. Manchmal hast du halt diese Bedürfnisse, so einfach die niedrigen Bedürfnisse, einfach nur Angst oder Schrecken oder Brutalität oder sonst irgendwas. Und das finde ich auch okay und auch legitim und auch gut. Es gibt keinen Grund, dass du einen Film nur gucken kannst, wenn er irgendeine höhere Bewandtnis hat. Selbst wenn, was ich Funny Games noch nicht mal unterstelle, also ich unterschreibe das gar nicht, dass das so ist, aber selbst wenn es so wäre, dass es einfach nur ein Film ist, der zum Voyeur von Gewalt macht, okay, aber dann macht er trotzdem einiges richtig auf dem Gebiet. Und da kann man natürlich die moralische Diskussion führen, aber die Leute, die sowas sagen, finden dann Saw super geil oder so, weil, und wollen mir dann erklären, dass das ja auch nur zeigt, dass eigentlich im Prinzip die Leute wollen einfach nur Gewalt sehen und eigentlich kritisiert der Film das und legitimieren dann so den größten Scheiß. Also dann lieber sagen, nee, der Film hat keine große Aussage oder keine Sozialkritik, der ist einfach nur krass. Okay, das ist mir lieber als irgendeine Pseudo-Message reininterpretieren. Ja, es gibt ja für die verschiedenen Arten von Horrorfilmen, ja, oder wie die Leute mit Horrorfilmen umgehen, Tausende und Millionen von Beispielen. Na, ich habe es ja schon gesagt, ich kann mit solchen Sachen wirklich nicht umgehen, wo, also ich kann mir keinen Film nur angucken, um dort mir Splatter anzugucken. Irgendwie das. Ich schon. Bei mir funktioniert es überhaupt nicht. Ich könnte mir keine Sachen, sowas wie Martyrs oder Odd Tension und wie die da alle heißen, die eher neueren Splatter-Filme, die ganz extrem hart abgehen, oder kürzlich eben, was ich gehört habe über A Serbian-Film, glaube ich, heißt der. Hab ich gesehen, ja. Ne, das werde ich mir nie im Leben antun. Ich habe auch keinen einzigen Saw-Film gesehen, obwohl ich weiß, dass die sind schon eher in der harmlos und so, vergleichsweise harmlos verglichen mit diesen ganz harten Sachen, die nochmal dazukommen. Also Saw 1 ist schon ein ziemlich guter Film, finde ich eigentlich. Naja. Findest du nicht? Ey, ich außenseiter Meinung, aber ich fand den zweiten echt besser. Ich finde bislang den zweiten den besten. Ist ja egal, ich wäre jetzt eher, also bevor wir Zeit verschwenden mit Saw, lieber in Richtung von dem Regisseur gegangen, der, von dem ich weiß, dass er viel, viel zu hart für mich ist, aber ich glaube hier, also speziell Wolf dann dementsprechend zu seinen Fans, Takashi Miike. Ja. Speziell großer jetzt hier, Mann. Speziell jetzt hier, der hat natürlich sehr, sehr viele Sachen gemacht, wie Ichi the Killer und etliches anderes Zeug. Audition natürlich. Wollte ich da hier nochmal reinwerfen. Deshalb würde ich das Wort gerne an Wolf übergeben, weil. Audition wird von vielen als sein Meisterwerk bezeichnet. Wäre ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist er unter den Top 3. Und in Audition geht es um einen japanischen alleinstehenden Mann Mitte 40. Er ist, glaube ich, Fernsehproduzent, ist einsam und sein kleiner Sohn sagt auch immer, hier sucht ihm mal wieder eine Frau. Der merkt, dass sein Vater langsam vereinsamt und so ein bisschen, der braucht dringend wieder Gesellschaft. Und weil er Fernsehproduzent ist, oder ich glaube, er hat einen Kumpel, der Fernsehproduzent ist, auf jeden Fall veranstalten die so ein gefaktes Casting. Die laden halt 30 scharfe Weiber ein, die denken, es ging da um einen Film, um eine Rolle. Und so guckt er sich, so macht man das offenbar in Japan, so guckt er sich dann quasi seine Herzdame aus, die er dann näher kennenlernen möchte. Und er interessiert sich dann für so eine ja ganz zarte, engelhafte Schönheit mit langen schwarzen Haaren, so ganz mit so einer sanften Stimme. Auch so ein bisschen, und da stelle ich jetzt mal, wie, glaube ich, der japanische Mann es ganz gerne hat, so ein bisschen devot und unterwürfig und ja, und immer lieb und so. Ja, da fängt eigentlich an, es könnte auch eine lustige Liebeskomödie sein. Ach, guck mal, hier gefaktes Casting und dann lernen die sich kennen und lieben, könnte irgendwie auch ganz anders ausgehen. Aber nicht bei Takashi Miike, denn man erfährt langsam, dass diese junge Frau psychisch offenbar ein paar Probleme hat, wurde als Kind misshandelt von ihrem Ballettlehrer, glaube ich. Also man erfährt so langsam in Flashbacks, dass sie offenbar irgendwie auch nicht so ganz sauber ist. Und dann fängt an, sich so eine Horrorspirale in Gang zu setzen. Also jetzt nicht unbedingt von der physischen Gewalt, sondern mehr psychisch. Also auf einmal ist das alles ganz beklemmend und ganz bedrückend. Du misstraust ihr auch immer mehr. Also auf einmal fragst du dich, ob das nur schöner Schein ist, ihr ewiges Lächeln und die sanfte Stimme, oder ob da irgendwie, welcher Mensch da eigentlich hintersteckt. Ja, und dann so die letzten 20 Minuten, okay, gut, dann, also das verraten wir jetzt wirklich nicht, aber ich sag mal, in den letzten 20 Minuten, dann macht der Film nochmal eine krasse Wendung und geht auch in eine sehr körperliche Richtung. Also ich weiß von Leuten, die sind dann echt rausgegangen, die konnten sich das nicht mit angucken, weil alles, was vorher dich emotional so gepackt und fertig gemacht hat, das wird dann irgendwie in die körperliche Ebene übertragen. Und das Finale, das ist dann wirklich, das ist wieder extrem schmerzhafter
Body-Horror. Also wenn man es nicht gesehen hat, klingt es irgendwie auch wieder total banal. Ja, am Ende machen sie nochmal 20 Minuten irgendwie krasse Szenen, die dich irgendwie da nah an die Kotzgrenze bringen sollen. Aber allerdings im Gesamtkontext des Films ist es schon sehr, sehr konsequent. Also da löst sich das auf, was sich die ganze Zeit angekündigt hat, auf eine sehr extreme Art und Weise. Ist aber halt typisch japanisch und typisch Miike jetzt auch nicht für jedermann. Also der ist relativ, fängt auch sehr langsam an, ist ruhig, der hat jetzt keine fancy Schnitte oder was. Also der ist im klassischen Sinne nicht unbedingt unterhaltsam. Also der fordert dir schon ein bisschen Geduld ab, du musst dich auch darauf einlassen. Und ja, wie gesagt, gerade am Ende, also das spaltet dann einfach echt, echt die Meinung. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn man aber sagt, okay, stopp, also der Film ist noch nicht vorbei, aber für mich reicht es jetzt, ich mache jetzt mal lieber aus. Ansonsten ist Audition, mich hat er echt extrem beeindruckt. Ich halte den für einen absolut großartigen, fantastischen, ja nicht mal nur rein Horrorfilm. Aber kann ich echt nur empfehlen. So, Miki hat viele gute Sachen gemacht, aber der ist auf jeden Fall ganz vorne also dabei. Also der wirklich auch als Horrorfilm durchgeht, das ist ja gut. Also, wenn man Funny Games nimmt, dann kann es auch. Na gut, in dem Sinne, dass Horrorfilm, also ich würde Funny Games auch absolut als Horrorfilm bezeichnen. Das ist ja immer, es muss nicht immer das Visible sein. Ja, nee, ich sag nur, weil wir haben vorhin über Alien gesprochen und jetzt sind wir bei Audition, es ist schon sehr breit das Feld. Also wir können da wirklich über sehr viele Filme noch reden. Aber gut, und bei Audition, da gibt es eine Szene, da habe ich mich, weil wir vorhin von so Schockszenen gesprochen haben, da habe ich mich tödlich erschrocken. Da sieht man, wie sie in ihrem Apartment sitzt und sie sitzt auch in so einer komischen Schneidersitzhaltung und ganz zusammengekauert. Man sieht sie so schräg von hinten und die Kamera fährt so langsam an sie ran. Das ist irgendwie schon ein gruseliges, unheimliches Bild. Und sie sitzt halt in diesem Apartment, das Telefon klingelt auch. Sie geht aber nicht ran und du siehst, dass neben ihr so ein Jutesack ist. Sie sitzt irgendwie neben so einem Sack und so völlig katatonisch und reagiert gar nicht, obwohl es klingelt. Und die Kamera fährt immer langsam, immer weiter ran, fährt ran, Telefon klingelt und auf einmal fängt dieser Sack sich an zu bewegen. Da ist wohl irgendjemand drin, also eins ihrer Opfer oder was. Also du weißt auch gar nicht, was das soll, aber auf einmal bewegt sich dieser Sack so. Alter, ey, da hatte ich echt Bremsstreifen in der Hose. Da habe ich mich erschrocken. Ohne Scheiß, das war gut, ey. Ja. Fehlt mir gerade ein. Ja. Audition. Du hast gerade gesagt, Wolf, dass du die Werke von Miike und speziell Audition so als typisch japanisch dann erachtet hast. Nein, nicht typisch japanisch, also, aber ich meine, also der japanische Film als solcher, der ist ja, der sieht ja auch Laie, ist kein Hollywood-Film. Also nee, die funktionieren einfach anders. Die funktionieren anders, speziell was japanischen Horror, und natürlich hat sich das, ja, J-Horror ist mittlerweile ja auch ein geflügeltes Wort, oder allgemein asiatische Horrorfilme. Bei japanischen Sachen hast du entweder dann die Sparte wie Miike, der natürlich sehr, sehr grafisch ist und auch wirklich zeigt. Du hast bei Miike viele verschiedene Sachen, die dazu kommen. Mir fällt da gerade noch ein, sowas wie komplett absurdes wie The Story of Ricky. Das ist aber nicht von Miike. Der ist nicht von Miike, aber ich meine so in dem Kontext, der natürlich auch so eher splatterig und in der völlig abgehoben. Komplett abgehoben. Ja, der besten Film aller Zeiten. Ja, ich glaube, bei YouTube gibt es Millionen von Szenen, die dann dementsprechend das als absurdeste Filmszene ever oder sowas diese Filmchen bezeichnet haben. Ne, und da wird man dementsprechend auch schnell fündig werden. Die andere Sparte, die ich finde... Ich denke, sowas kannst du dir nicht angucken, sinnloser Splatter. Es ist ja, nee, ich habe den auch nicht wirklich geguckt mit der Handvoll. Ich kann ihn dir gerne mal aussehen, ich habe auch DVD. Ja, ich habe, glaube ich, den Manga gelesen oder sowas, wenn ich mich nicht irre. Nerd. Ja. Aber wo wir schon mal bei J-Horror sind, darauf wolltest du jetzt bestimmt hinaus, oder Gregor? Ja, ich wollte in die Richtung leiten. Natürlich gibt es da auch mehr, ich finde bei Japanern, dass das Übernatürliche spielt dort eine ganz, ganz große Rolle. Speziell was Geistergeschichten, Geisterschein angeht und Tote und so weiter und so fort. Du hast natürlich die Sachen, die mittlerweile auch von Hollywood remaked wurden, sowas wie Ju-On. Da bin ich aber auch ehrlich gesagt oft dankbar für, weil also zum Beispiel... Ich weiß, da mache ich mir jetzt viele Feinde oder so, aber ich bin oft, was der Wolf gesagt hat, also bei Audition ist es nicht so, weil Miike finde ich tatsächlich auch nochmal richtig geil, aber ich habe oft bei japanischen Horrorfilmen, was mir nicht so gefällt, ist oft diese Theatralik bei Japanern und bei den Schauspielern und so, die haben noch eine andere Herangehensweise, auch so klassischere Bilder von Frau und Mann und Kindern, und es ist immer dieses, was man ja auch aus Videospielen kennt, dass die Mädchen sind sehr quietschig und kichernd, und du bist da ja der Japan-Nippon-Experte. Ich habe da manchmal so meine Schwierigkeit mit, wenn ein Film dann 10 Minuten lang zeigt, wie sich eine Frau ihre Haare kämmt oder irgendwelche Sachen oder so. Das ist eine Stimmung. Ja, eben. Aber Atmosphäre, aber das muss ich aufbauen. Ich bin da, glaube ich, mittlerweile schon zu ungeduldig für oft. Also ich
es gibt immer wieder Ausnahmen, zum Beispiel Tale of Two Sisters oder so, der auch eigentlich eine ruhigere Entwicklung hat, aber irgendwie der mich dann trotzdem in seinen Bann gezogen hat. Und dann gab es hier den, habe ich neulich einen Film gesehen, Cairo, kennt ihr den? Fein gesehen. Nee, und der war und der war so scheiße langweilig, ja, Alter. Okay. Und ich dachte davor, schon, fand sie gut jetzt. Nee, und ich habe im Internet so gelesen, so, oh, das ist das Gruseligste und das Schlimmste, was ihr je gesehen habt und ihr werdet nicht schlafen können und Angst. Und ich dachte, geil, endlich mal wieder ein Film, weil ich habe nach Paranormal Activity, wo wir später noch drauf kommen, habe ich komplett geforstet nach Filmen, die mir Schiss machen. Weil ich Bock drauf hatte, endlich mal wieder einen Film zu haben, der Angst macht, weil die Messlatte dadurch natürlich sehr hoch war. Und dann habe ich halt geguckt bei IMDb nach Filmen, die ich nicht kenne und so, und dann bin ich da auf dem irgendwie gelandet. Boah, alter Schwede, ey, ich habe danach wirklich, ich habe bei IMDb angerufen und gesagt, ich will meine 2 Stunden zurück. Das ist hast du angerufen? Ja, ich habe bei IMDb, ich habe dem Herrn IMDb. Hallo, Herr IMDb. Ich habe mal eine Frage an Ihnen. Ich möchte den Film umtauschen. Noch ganz sauber. Ja. Aber jetzt mache ich mir mal Feinde, weil das Phänomen kenne ich sehr gut, und zwar, Achtung, bei Ring, beim original-japanischen Ring. Ey, Entschuldigung, aber das ist eine Schlaftablette. Ich weiß überhaupt nicht, also der hat schon so seine 2,5 Momente, das ist schon ganz nett. Aber das ist einer der ganz seltenen Filme, wo das Remake dem Original so dermaßen haushoch überlegen ist. Also das kann ich bis heute nicht nachvollziehen, wenn irgendjemand sagt, er fand das Remake langweilig und öde, inkonsequent, zu weich gespielt. Mit Grudge und Ju-On auch. Ja, ich kann... Ja, okay, kann, aber das ist genau andersrum. Ju-On finde ich super geil, super geiler Horrorfilm. Grudge scheiße, das Remake finde ich zum Kotzen. Die einzige gute Szene ist ganz am Anfang, wo Bill Pullman einen Abflug macht. Da musste ich lachen, wie er auf dem Balkon steht und erstmal, ohne was zu sagen, sich einfach umdreht und klack. Wie so schön bei Scary Movie 3 ja, genau. verarscht, ne? Oder 4? Bei, ich glaube 4 war es. Und dann ist er gelandet in der Night Shyamalan. Mit seinem Riesenbogen. Ja. Ansonsten, ich kann nur sagen, habe ich glaube ich auch irgendwann mal im Blog kurz erwähnt, Ju-On, das japanische Original, Spitzenhorrorfilm fürs erste Date, sage ich mal. Also im Selbstversuch getestet. Jede Frau irgendwann hängt die am Arm. Ich schwör's euch, der Film macht einfach Angst. Ja, nicht über einen anderen. Da muss man sich ein bisschen um. Kein Horrorfilm, aber der absolute Dealbreaker, The Notebook. Also. Was ist das? Horrorfilm für Männer jedenfalls. Wie heißt er? An einem einzigen. Wie heißt er auf Deutsch? Ich weiß es nicht, wie an einem einzigen Tag mit Rachel McAdams. Wie heißt er denn? Ja, auf jeden Fall eine Geschichte von Nicholas Sparks, glaube ich. Ja, 2,5-stündige Schnulze, aber die beste Liebesschnulze, die es gibt. Du musst gerade nerven, du erzählst mir hier vorhin was von Bryan Adams und Jon Bon Jovi und jetzt komme ich hier mit The Notebook und dann lässt du mich hier im Regen stehen. Okay, also bei dir, Gregor, ist es Bryan Adams, bei dir, Eddie, ist es The Notebook. Ohne Witz, ich kann nur sagen, es muss auch eine Daseinsberechtigung geben für romantische, epische Liebesfilme. Das darf man genauso... Ja, natürlich. Ja, gibt's und exakt, egal, ob vom Windel verweht oder Casablanca, und The Notebook ist der beste unserer Generation. Ja, du hast gerade The Notebook mit Casablanca in einem Satz genannt. Aber so ein Horrorfilm, den zusammen zu gucken, da schwingt auch so immer so eine gewisse unterschwellige Erotik mit. So, weißt du, so Horror. Okay, es ist natürlich, danach gibt es bei dir wild animalischen Sex und bei mir gibt es dann, wollen wir heiraten. Eddie, morgen ist Filmabend bei mir. Weiß Bescheid. Ja, sehr gut. Geht mal gemeinsam in den nächsten. Nee, auf jeden Fall, Ju-On finde ich wirklich richtig geil und hat ein paar Szenen drin, wer ihn gesehen hat. Also allein dieses Geräusch, was der Geist der Frau macht, die immer wieder auftaucht, alter Schwede. Auch im Remake, deswegen, ja, warte, Eddie? Ja, kommt dem schon nach. Ja. Klingt jetzt vielleicht nicht so eindrucksvoll, kann ich mir vorstellen. Klingt aber ein bisschen im wie Film, eine Kaffeemaschine. Ein bisschen. Deswegen fand ich auch das Remake scheiße. Das hat nämlich die gruseligste Szene im Original komplett rausgelassen. Da rennt nämlich die eine. Aber ganz kurz zur Erklärung, wer weder Ju-On noch das Remake gesehen hat. Es ist eine klassische Geistergeschichte. In einem Haus ist ein Mord passiert. Ein Familienvater ist durchgedreht, hat die Mutter und den kleinen Sohn umgebracht. Und seitdem spukt es einfach in diesem Haus. Und wer auch immer das Haus betritt, hat sich quasi den Fluch auf sich geladen, und dieser Fluch... Deshalb heißt der Film auch ganz kurz im Deutschen Der Fluch, genau. Und im Englischen The Grudge. The Grudge ist und im Japanischen das Original Ju-On. So, ja. Und wer auch immer dieses Haus betritt, der hat quasi keine Chance mehr, weil ihn irgendwann dieser Fluch erledigen wird, und der Film wird dann auch so episodisch erzählt. Also springt die ganze Zeit zwischen Figuren hin und her, auch zwischen den Zeiten.
jede Figur war nur irgendwann mal mit diesem Haus in Berührung und ist deswegen irgendwann am Ende Opfer dieses Fluchs. Also das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Und da gibt es halt diese eine Szene, der hat diese eine Mädel auch total Angst und hört Geräusche, versteckt sich unterm Bett und um sich abzulenken, macht sie dann den Fernseher an und sieht so eine Nachrichtensprecherin, berichtet irgendwie vom Zoo oder so. Und auf einmal hört man auch dieses Geräusch und dann fängt so das Bild im Fernseher von dieser Nachrichtensprecherin an, sich zu verzerren. Und am Ende hast du so ein ganz verzerrtes Gesicht, so als Standbild und dazu dieses Und dann fängt an, ihre Bettdecke sich zu bewegen zwischen ihren Beinen. Alter Schwede, ich muss sagen, ey, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Da kann ich direkt eine Überleitung machen. Ich benutze den Crossfader von dieser Szene. Ja. Er steht auch auf deiner Liste, deshalb bin ich vorbildlich. Brauchst nicht schimpfen. Sehr, sehr gut. Und zwar The Orphanage. Orphanage, das Original meinst du, oder Orfanato. Das Original Spanische und nicht das Original. Ja. Gibt es davon Remake? Es gibt ein US-Remake, glaube ich, oder nicht? Nicht, dass ich wüsste. Oder? Denke ich gerade an einen anderen Film. Ich muss zugeben, ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee? Okay, also er sagt mir natürlich was, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ist auch einer, also weil wir auch, wenn wir über aktuellere oder jüngere Horrorfilme reden, dann muss ich den auf jeden Fall erwähnen, weil den fand ich extrem geil. Der ist eigentlich, kann ich gar nicht sagen, der macht nichts außergewöhnlich Neues. Es gibt eigentlich nichts, was besonders krass ist oder innovativ, aber er macht im Prinzip alles, was er macht, macht er richtig und stimmig und in sich zusammen gut. Und da gibt es eben auch eine Szene, wo, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, der Wolf kennt ihn noch nicht, aber es gibt auch eine ähnliche Schlafzimmerszene, wo einer im Bett liegt und dann das Licht ist aus und dann geht das Licht aus, Tür geht auf, Tür geht zu und dann krabbelt irgendwas unter die Bettdecke und der Zuschauer weiß aber im Gegensatz zu der Person, die im Bett liegt, dass es nicht es geht halt um ein kleines Kind, es geht halt um ein kleines Kind, das irgendwie vermisst wird und aber irgendwie scheint es doch irgendwie in dem Haus rumzuspuken und dann krabbelt halt auch was in das Bett rein und das ist halt wie bei Paranormal Activity oder auch bei Ju-On, dieser Gedanke, das ist eigentlich mit das Widerlichste, was es gibt. Du liegst in deinem Bett und es krabbelt irgendwas zu dir ins Bett rein und ist aber nicht das, was du glaubst, was es ist. Es ist, finde ich, das zieht in jedem Film. Ja, genau, dieses Motiv, sobald irgendwie die Bedrohung in deinen privaten Bereich eindringt, ist es auch noch das schlimmer. Bett, weil wo geht man als Kind hin, wenn du Schiss hast, ziehst du die Bettdecke über den Kopf. Das ist der letzte Rückzugspunkt. Und wenn es da ist, wo gehst du dann hin? Es gibt keinen Rückzugspunkt, du kannst nicht mehr unter die Matratze klettern oder so. Und das ist echt, wollte ich nur kurz einwerfen, weil es die Szene auch gibt. Unbedingt angucken, Wolf. Ich glaube, ich habe ihn sogar bei mir im Regal stehen, ich glaube, das wird ja sowieso allgemein nach so einer Gesprächsrunde war es bei mir jedenfalls immer so, dass ich entweder mir das entsprechende Spiel nochmal angeguckt habe oder mal einen Film rein. Meinst du, hast nochmal Shenmue durchgespielt? Habe ich. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal. Ich kriege jetzt auch gerade Bock auf Horrorfilme, muss ich sagen. Ich würde sagen, also so, wir hatten vorhin nochmal kurz drüber gesprochen. Ich glaube, wir werden wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr viel über Horrorfilme sprechen können. Wir sollten eine mehrteilige Serie draus machen, weil das finde ich eigentlich ganz, ganz nett und interessant hier. Wir können ja immer wieder mal dann zu gewissen Filmen gehen, uns darüber auslassen. Ich würde sagen, lass uns jeder in der Runde nochmal auf einen Film oder eine Serie kurz eingehen, über die wir heute sprechen und dann vertagen wir den Rest auf dann weitere Tage und suchen uns dann noch mehr Filme raus und ich glaube, da können wir auch schön eine große 20-teilige, aber eine Serie jedenfalls draus machen, weil da haben wir echt viel Material und echt viele Sachen, über die wir dann reden können. Also wir haben jetzt nur einen Bruchteil dessen angekratzt, genau, worüber wir reden können. Wir sind schon bei knapp über 2 Stunden, also Alkohol, 2 Stunden, 5 Minuten, das ist doch nichts. Ich weiß. Ich erinnere mich an 5,5 Stunden Podcast. Ich weiß. Du bist alt. Und es war ein Rennspieler auch noch zusammen mit Trans. Ja. Nein, aber ich glaube, ich glaube, das ist ganz gut. Da können wir mal wieder mal dann dementsprechend zurückgehen. Dann wir werfen jeder gleich nochmal eine Serie oder einen Film nochmal rein, über den wir quatschen wollen. Ich würde mal anfangen mit einem. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ist ein eher unbekannterer Film. Halb unbekannterer Film aus den 80ern, den ich vor ein paar Jahren nochmal wieder neu entdeckt habe. Als ich jünger war, konnte ich den. Ich sollte das eigentlich allgemein immer drunter einspielen, ne? Ich gebe dir so ein Soundsample, kannst du dann. Einfach, oder ich lasse das auf einer Frequenz mitlaufen, wo man es nicht wirklich mitbekommt. Oh ja, sehr gut. Ja. Nee, ich spreche gerade von einem Film von Stuart Gordon, der normalerweise eher so Low-Budget-Geschichten macht. Das ist auch ein Low-Budget-mäßiger Film, Reanimator. Ja, ich wusste es, dass du sagst. Aus dem Jahr 1985. Stuart Gordon hat auch einen anderen Film nah dran gemacht, From Beyond, basierend auf einer Lovecraft-Geschichte, den ich auch sehr, sehr gut finde.
beide Filme Reanimator und From Beyond haben den gleichen Hauptdarsteller gemein, Jeffrey Combs, vielen bekannt aus zum Beispiel The Frighteners als verrückter, ich glaube, FBI-Agent oder was ist er dort gewesen? Oh, oder als Vayu in Star Trek Deep Space Nine, wer das dann auch geguckt hat. In Reanimator ist es, ja, das ist eine klassische, na, fast schon eine Neuauflage der klassischen verrückter Frankenstein-Doktor-Geschichte. So eine Art Frankenstein in den 80ern nochmal neu gemacht. Da spielt Jeffrey Combs einen verrückten, ich glaube, das müsste entweder Doktor oder Student an der Universitätsklinik dort sein. Und der baut sich eben aus Leichen neue Menschen zusammen. Ne, typische Frankenstein-Geschichte. Aber alles sehr 80er-Jahres-Teil überdreht und auch dort mit dem hohen Splatter-Faktor natürlich. Aber da fand ich, da konnte ich damit gut umgehen, weil es in der Geschichte gut verbaut war. Und der hat natürlich, da es ein Low-Budget-Film aus den 80ern ist, die Effekte sind teilweise schon ziemlich cheesy, dann dort sind. Aber der sprechende Kopf. Der sprechende Kopf. Oder da gibt's eine Szene, wo ja, das Grundkonzept des Films ist nicht nur, dass der Doktor dort neue Menschen zusammenbaut aus alten Leichenteilen, sondern er hat ein Serum erfunden, dass man Leichenteilen injizieren kann und dass die wieder zum Leben erwecken. Und es muss nicht nur, es kann auch nur eine Hand sein oder nur ein Körper und so weiter. Es muss nicht eben ein Kopf dranhängen. Da gibt es diese eine bekannte Szene oder die eine Szene, die vielen Leuten im Gedächtnis ist, wo dann der Arzt dem Antagonisten sozusagen den Kopf abtrennt. Aber der quasi seinen Körper noch dieses Serum inhat und dann der kopflose Körper sich seinen Kopf wieder drauf tut. Und dann, also das sind solche Geschichten, die dort im Film dann dementsprechend. Das war dann aber nicht zu hart für dich. Nee, weil der ist ja, also so von der grafischen Gewalt her, sieht man ja schon so ein bisschen. Der ist schon ordentlich. Ich kann es nicht genau auf einen bestimmten Punkt sagen, wo ich dann sage, das ist zu viel für mich oder das ist nicht zu viel für mich. Ich fand speziell sowas wie Reanimator, da konnte ich mit gut umgehen und den habe ich dann auch gut gucken können, obwohl mich danach, also ich bin dann auch geschafft, wenn ich den dann zum ersten Mal geschaut habe. Na, weil das nimmt einen natürlich doch schon mal mit. Und bei anderen Sachen, da weiß ich, ich gehe nicht in ein Kino, ich werde mir nie Hostel angucken, weil ich glaube, das würde ich dann nicht. Aber der ist so lasch, also nicht lasch im Sinne von, der weckt gar nichts in mir. Also Hostel konnte ich mir angucken. Ja, der hat schon ein paar fiese Szenen, so gerade im ersten Teil. Ja, aber hier mit der Achilles-Szene und so. Ja, kann ich hier, ja, steh auf, du bist frei. Gab's ja alles schon. Ja, ich meine, das ist eben diese klassische Art, wo ich weiß, dass Torture Porn eben für mich nicht das Genre sein wird. Und Torture Porn ist in der Hinsicht ja dort damit gemeint, dass natürlich der sexuelle Aspekt könnte dort mit reingehen. Es geht ja mehr dann darum, wie quasi frei mit der Gewalt dann umgegangen wird, dass die Kamera direkt draufhält. Der typische Money Shot auf die Splatter und Gewalt, der dort eben davor herrschend ist, das ist was, mit dem ich überhaupt nicht umgehen könnte. Aber ja, wobei, wir wollen jetzt auch nicht zu tief in dieses Thema, aber ich wollte nur sagen, diese Torture-Porn-Welle, das hat ja, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, das hat ja auch einen gewissen Grund, warum das vor ein paar Jahren erst wieder aufgekommen ist. Eli Roth, der Regisseur von Hostel, hat auch gesagt, was ihn inspiriert hat zu dieser Art von Horrorfilm, Hostel nämlich, waren diese typischen Al-Qaida-Entführungsvideos, also wo irgendjemand quasi anderen Leuten ausgeliefert ist auf Gedeih und Verderb und man im krassesten Fall auch mit ansieht, dass sie ihn dann irgendwie köpfen oder sonst furchtbare Dinge tun. Enthauptung und so, ja, genau, weil er meinte, dieser Gedanke, dass du irgendwann, also wenn dir klar wird, dass du aus dieser Situation nicht mehr lebend rauskommst. Du kannst mit denen reden, du kannst schreien, du kannst flehen, du bist da irgendwie auf so einen Stuhl gebunden und du weißt, der holt sich gleich ein Messer und will den Kopf abschneiden. Also du kannst da rational nicht mehr mit irgendwem argumentieren oder dich da rausreden. Ja, also auf jeden Fall, deswegen, wie gesagt, wir wollen es gar nicht vertiefen, aber diese Torture-Porn-Welle, man muss das auch immer so ein bisschen im Kontext sehen, warum das gerade jetzt wieder auf so einem Vormarsch ist. Also sowas kommt ja auch selten irgendwie aus dem Nix. Und jetzt ebbt es ja auch langsam wieder schon ein bisschen ab. Ja, das war jetzt eine Tangente, auf die ich nochmal kurz abgeglitten bin. Ich sag dir, der Slasher kommt wieder. Ja, glaube ich. Ja, irgendwann kommt alles wieder. Irgendwann kommt Scream wieder. 4, Leute, freut euch schon mal drauf. Der wird der Hammer. Oh. Ja. Oh, der wird super. Ja. Genau wie Indiana Jones 4 wird kurz, geil. Ich finde ihn ja okay. Ich liebe Scream 1 bis 3. Super Filme, immer. Ja, ich finde Scream 1 ist super. Ja. Scream 2 hat mich, die Auflösung fand ich zum Kotzen. Ja. Ich werde den jetzt spoilern. Verdammt nochmal. Wieso ist der Mörder die Schwester von Roseanne? Erklären wir das mal in Teil 2. Ja, ja, willst du Laurie Metcalf sagen, sorry, du darfst nach Roseanne nirgendwo anders wieder mitspielen? Eben. Also, ja, ganz ja, genau. Genau, das möchte ich. Eben nicht als manischer Horrorfilm. Und nein, ich wollte mal kurz sagen, also Reanimator ist wenn jemand Splatter auf eine wirklich
sagen wir, wirklich unterhaltende Art dann gemacht bekommen, präsentiert will, was ein komisches Satzkonstrukt das gerade war. Also wer Splatter-Horror sucht auf eine wirklich unterhaltende Art, der auf unterhaltende Art gemacht wurde, der kann mit Reanimator nicht wirklich was falsch machen. Ich glaube, es gab dann noch eine Handvoll Fortsetzungen ohne Jeffrey Combs, die aber nicht wirklich was taugen. Ja. Aber wer den finden kann, den kann ich allen nur ans Herz legen. Aber dann müsste ja Braindead für dich irgendwie in so eine ganz ähnliche Richtung gehen. Da wird Braindead, auch nicht gesplattert, aber das ist noch alberner. Braindead ist natürlich, ja klar, der Film, der... Gibt es von Braindead eine 16er-Version? Ich glaube nicht. Doch, natürlich, wird bestimmt im Fernsehen gezeigt. Ich habe den aber, glaube ich, auch schon auf irgendwelchen... Wie lang soll die gehen? 15 Minuten? Grabbeltischen? Ja, ich werd ja sowieso dann nochmal durchgehen müssen und alles piepsen müssen. So, liebe FSK, nachgeprüft. Braindead gibt's ab 16. Yay! Ich muss sagen, Braindead habe ich nie komplett bisher geguckt. Das erste Berührung auch im Kindesalter damit. Also jetzt nicht 5 Jahre, sondern mehr so 12, 13. Und da konnte ich nur bestimmte Szenen gucken, obwohl die hier Schulkameraden dann natürlich, oh, da ist am Anfang die Szene mit dem Affen und da wird er gebissen und dies und jenes und alles. Der Rasenmäher. Und Rasenmäher und das Baby und das... Hallo, die Mutter am Ende. Ja, großartig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. 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 Ich sehe den mehr ein bisschen... Also ich gehe jetzt mal pinkeln. Ich weiß nicht, was ihr macht. Dann gehen Sie doch mal pinkeln, Herr Speer. Geh ruhig weiter, das ist so nett. Ein bisschen lauter, dann höre ich es auch. Achso, ja. Das ist aber die Szene von Nackte Kanone, wo man 5 Minuten lang pinkelt. Genau. Hatten wir das nicht, wo Trant das Demons... Trant das Demon's Souls wieder... Sehr typisch Trant. Ja, aber das ist ein Film, den ich reinwerfen wollte, Reanimator. Aber ich denke mal, Ede, wenn dir jetzt nichts aus dem Kopf reinspringt, ich gebe dir mal die Liste rüber. Da wirst du bestimmt einen Film, auf den du auf jeden Fall Bock hast, dass wir drüber reden. Da gucke ich mal. Ah, das sind so viele, die ich... Für heute, wir sparen uns viele gute Sachen natürlich auch für den nächsten Cast auf. Ja. Aber wir wollen ja die Leute auch jetzt nicht mit dann... Ich glaube, so 2,5 Stunden ist so eine gute Länge für so einen Horrorfilm-Podcast. Es sind sogar ein paar Sachen dabei, die ich gar nicht kenne. Ich habe dir jetzt mit Absicht nicht die IMDb-Liste gegeben, weil wir wollen auch was haben, außer Hexen, Witchcraft Through the Ages von 1922. Mm. Ja, ich glaube, ich würde dann, aber da will ich, dass der Wolf von der Toilette kommt, weil da wird er wahrscheinlich auch eine Menge... Ja. Wir können ja kurz über was anderes reden, bevor du dann dort hingehst. Ich schmeiß mal ein paar kleine Sachen rein, worüber ich glaube, wir in der Runde hier nicht unbedingt groß reden müssen. Freaks von 1932, wenn wir jetzt die alten Sachen nicht gemacht haben. Den habe ich irgendwann mal, glaube ich, nachts auf ARD oder nachts gesehen. Nachts auf den Dritten oder sowas. Die Grundsituation dort ist eigentlich eine Truppe von, man muss sagen, Freaks, daneben in den... Ja, im Prinzip sind es Behinderte, körperlich und geistig Behinderte. Deformierte Menschen. Quasi wie so ein Wanderzirkus und dort drin ist so eine Eifersuchtsgeschichte mit eingebaut von einer jungen, schönen Frau, die dort im Zirkus zu diesem Wanderzirkus dorthin kommt und sich, glaube ich, das Vermögen des Zirkusbesitzers oder sowas schnappen will. Und das Erschreckende dann, oder besser gesagt, der zusätzliche Horrorfaktor, der dazu kommt, das sind eben wirklich körperlich und geistig behinderte Menschen gewesen, die dort gefilmt wurden in Freaks. Ne? Wolf guckt so komisch. Nein, wir reden gerade über Freaks von 1932, der Schwarz-Weiß. War das dort Brownie? Ich weiß nicht. Ja, genau. She's one of us. Ich habe ja noch gar kein Mikro. Du hast noch gar kein Mikro. Todd Browning, 32. Habe ich, super, geil. Mit dem Typen ohne Arm und Beine, sich die Zigarette anzündet. Der sich die Zigarette anzünden kann, von dem ich gelesen habe, der hat gerne Leute erschreckt, indem er sich hat in einen Koffer einschließen lassen. Ja, und dann haben die Leute den Koffer aufgemacht und da war der drin. Wenn man es kann. Nee, wir haben das gerade nur kurz reingeworfen, weil wir dachten, wir müssen die Zeit ein wenig überbrücken, bis du wieder da bist. Wieso? Rede doch fröhlich weiter, liebe Freunde. Ich steige einfach mal rein. Nee, ich wollte, der Gregor hat mich gefragt, über welchen Film ich jetzt noch, bevor wir das Podcast beenden, noch reden würde. Und dann habe ich aber gedacht, da möchte ich, dass du dabei bist. Ach so, okay. Ja, ohne Wolf macht keinen Spaß. Ich gucke auch mal auf meine Liste. Also ich würde gerne dann vielleicht noch... Ach Gott, wir können noch... Über Blair Witch Project ein bisschen reden. Ja, können wir. Weil das für mich auch wieder so ein Meilenstein im Genre an sich ist. Es gibt ja immer den Klassenprimus und dann gibt es die anderen, die sich danach melden und sagen, das wollte ich auch gerade sagen. Und Blair Witch Project ist für mich so ein bisschen der Klassenprimus. Ist
sicherlich auch Geschmackssache, genauso wie bei Paranormal Activity gibt es ganz viele Leute, die damit nichts anfangen können, die es langweilig finden, albern finden, genervt waren oder was weiß ich. Ich kann nur sagen, als ich ihn gesehen habe, das war auch genau zu dem Zeitpunkt, wo dieser Internet-Hype ausgebrochen ist, zu dem Film, wo im Internet erste Sachen aufgetaucht sind, vermeintliche Spuren und man sich nicht so, das, da war man ja noch nicht im Internet so zu Hause, wie das heute ist und du wusstest nicht genau so, ist das jetzt echt, was haben die da für Sachen gefunden und da war das Wort virales Marketing noch nicht so allumfassend, wie das heute ist und ich will nicht sagen, dass ich das alles geglaubt habe oder so, aber es hat zumindest eine gewisse Neugier geweckt und dann war ich in dem Film drinne und bis zur Punchline eigentlich am Ende. Mhm. Ich glaube, man kann das ja auch durchaus spoilen mittlerweile. Also Blair Witch Project, wer noch nicht kennt. Das ist 11 Jahre her. Ja, also ihr hattet genug Zeit. Ansonsten stellt euch jetzt taub oder man guckt sich vor. Man guckt sich Teil 2 an. Dann. Ja. Und wobei der auch ein paar gute Schocks. Egal. Auf jeden Fall. Ja, diese Gothic-Tussi war heiß. bei Blair Witch Project 1 gibt es ja dann am Ende diese Szene, wo sie in diesem verlassenen Haus im Wald sind und Panik und sie rennen da die Treppen runter und einer ist weg und dann sieht man mit dem letzten Schuss quasi den einen Typen, wie er so die Wand anguckt. Und wird ja vorher in der Story wird ja erzählt, dass diese Blair Witch-Hexe immer die Kinder abgeschlachtet hat und den Kindern gesagt hat, sie müssen, bevor sie abgeschlachtet wurden, quasi die Wand angucken, damit sie nicht sehen, was sie da mit den anderen Kindern macht. Und das hat man aber zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fast wieder vergessen. Ja, weil das wird irgendwie total vergessen. Ganz am Anfang so ein bisschen beiläufig erzählt. Und dann passieren halt die ganzen anderen Sachen, irgendwie Steinhaufen vorm Zelt und keine Ahnung, verlieren sich im Wald und kacken sich gegenseitig an. Also nicht Nein, eben. Blair Bitch also, Project. Also sie im übertragenen Sinne. Sie motzen sich an und ich stelle mir gerade so die Leute, die den Film nicht kennen. Ja. Ja, also sie motzen sich gegenseitig an und dann gibt es halt diese Szene da am Ende, es spitzt sich alles zu, es wird immer panischer, man wächst immer mehr mit diesen Leuten da im Wald, man kann sich immer mehr mit dieser beschissenen Situation, in der die stecken, identifizieren und wenn man nicht zu den Leuten gehört, die sagen, wieso folgen die nicht einfach dem Bach zur Quelle oder so, es gibt ja dann immer irgendwie die Pseudoschlauen, die, warum klettern die nicht auf den Baumwipfel und pfeifen oder warum basteln die sich nicht ein Flugzeug aus dem, natürlich, es gibt, weißt du, es ist ja... Flugzeug? Das ist das gleiche wie bei Lost oder so, wo du immer irgendwelche, du kannst natürlich den Film... Können wir bitte nicht über Lost reden? Es ist ja letztendlich ein Film und natürlich kannst du den irgendwann so weit zerlegen und zersägen, dass er vielleicht zusammenfällt in sich, aber wenn man sich drauf einlässt, dann funktioniert es schon ganz gut, dass man da in diese Atmosphäre reingezogen wird und dann landen sie halt in diesem Haus und man hat diese Geschichte vergessen und in dieser letzten Szene sieht man es und dann ist der Film quasi zu Ende. Und du gehst erstmal raus und dann macht es irgendwann bei dir so Klick und du hast es gerafft. Und plötzlich scheint alles Sinn zu machen, was in diesem Film erzählt. Plötzlich denkst du über die Hinweise nach, die du im Internet gefunden hast. Plötzlich denkst du über die Gespräche nach, über all den kleinen Mist. Und es kommt wie so ein Nachgeschmack bei einem leckeren Essen. Hol dich auf einmal so einen Schauer ein. Davor war es eher so, ja, schon auch anstrengend und auch beklemmend. Aber dann hast du plötzlich das Gefühl, Alter, alles, was hier gerade auf pseudorealistisch gemacht wurde, hat eine paranormale Ebene gerade bekommen, die dir richtig Angst macht. Weil der Film war ja bis dahin super authentisch gemacht. Also es gab ja keine besonderen, es gab keine Special Effects, keine Geistererscheinungen. Das Schlimmste, was zu sehen war, waren halt Geräusche und gehäufte Steine. Aber alles nur so Sachen, die du dir vielleicht noch irgendwie ein bisschen erklären kannst. Aber als du dann siehst, wie der Typ die Wand anguckt, das ist so ein bisschen auch bei Paranormal Activity, ich sehe das auch so ein bisschen eine Hommage oder so, ein Hut ziehen vor Blair Witch Project, als sie so am Bett einfach nur steht und in fast der gleichen Haltung vor diesem Bett steht, im Zeitraffer für Stunden, wie der Typ an der Wand steht bei Blair Witch Project. Müsst ihr mal drauf achten, ist fast genau die gleiche Körperhaltung. Und das fand ich einfach super scary und mich hat der Film super mitgenommen. Es war wirklich auch so ein Film, wo ich anschließend nur drüber nachgedacht habe und total in den Bann gezogen war und der mich einfach auch auf einer psychischen Ebene unheimlich berührt hat. Dann gab es natürlich ganz viele Filme, die es nachgemacht haben. Dieses Shaky Cam und aus erster Sicht, also viele finden ja Cloverfield gut, fand ihn ja leider nicht gut. Ich fand ihn auch geil. Dann Rack fand ich hervorragend. Der war gut.
Auch den zweiten fand ich relativ solide gut. Und dann eben Paranormal Activity. Das sind so die, die man, finde ich, erwähnen kann, die so in der ähnlichen Machart sind, die auch jeweils einen guten Impact auf mich hatten. Ja, es scheint ja, es braucht immer ja ein paar Jährchen, wo dann das aus dem öffentlichen Gedächtnis wieder rausgeflogen ist, ne? Also Blair Witch Project, wann war das jetzt gewesen? 99 war das, ne? Und Paranormal Activity hat ja auf eine ähnliche Art dann gegriffen mit einem Film, der sehr, sehr low budget gedreht wurde und trotzdem dann, da müsst ihr euch den angucken, ne? Der ist ja fast wie, könnte ja so sein und so weiter und so fort. Ich hatte Blair Witch Project erst viel, viel später gesehen, deshalb, da hat der leider gar keinen Impact mehr auf mich dann gehabt, weil da natürlich alles schon tausendfach parodiert wurde, was du innerhalb des Films gesehen hast. Und dann, so ein Film wirkt nur auch wirklich, wenn, da, es hat alles zusammengepasst dort. Wir sind heutzutage wirklich mehr Firmen im Internet, wie das dann alles aussehen kann, da würde so eine Art virales Marketing nicht mehr wirklich wirken. Aber Paranormal Activity auf eine andere Art gegriffen und ich glaube, für solche Filme muss man auch irgendwie schon bereit sein, sich darauf einzulassen, die haben wir doch vorhin auf sie. Ja, genau, man muss darüber haben wir im Vorfeld des Podcasts schon gesprochen. Man muss auch einfach in der richtigen Stimmung dafür sein. Also es muss auch alles passen. Man darf solche Filme wirklich nicht irgendwie in so einer lustigen Runde mit Kumpels gucken, wo alle zwei Sekunden jemand ein Bier holen geht oder aufs Klo rennt oder über Fußball geredet wird oder auch im Kino, wenn du Pech hast, das erlebe ich immer wieder. Und die ganze Vorstellung ist voller Spacken, wo ich mir jetzt mal denke, A, halte die Fresse und B, ich gehe nie wieder ins Kino. Ihr macht mir jeden Film kaputt, ihr Wichser. Also das sind so Sachen, das kann einem auch den Filmgenuss verleiden. Und dann, wie bei dir, Gregor, wenn man den ohnehin eigentlich zu spät sieht und irgendwie jede Szene irgendwie schon mal gesehen hat oder auch parodiert gesehen hat, dann hat er nicht mehr so eine Wirkung. Aber als ich Blair Witch Project gesehen habe mit 19, mich hat er, ähnlich wie dich, Eddie, auch total mitgenommen. Es war in Berlin in so einem kleinen Programmkino, letzte Vorstellung. Wir kamen dann um 1 Uhr morgens. Ich habe den auch in so einem mega kleinen Kino geguckt, waren 15 Leute oder so. Ja, bei uns auch so vielleicht 10, 11, 12 Leute. Und ey, und dann musste ich dann irgendwie durch Berlin nachts noch gucken, hier im Taxi und U-Bahn so. Alter, ich muss sagen, ey, da habe ich auch nicht so richtig gut geschlafen die Nacht. Dann habe ich in so einem Souterrain geschlafen, wo dann so ein Windspiegel am Kellerfenster hing. Und das hat dann die ganze Nacht immer so bling, 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 so, weißt du. Alter, und das nach Blair Witch Project. Ich muss sagen, ey, da ging mir auch gut die Düse. Also hat auf mich gewirkt. Obwohl ich Paranormal Activity fast sogar noch geiler fand. Also der hat mich jetzt nochmal richtig umgeblasen. Das ist für mich... wenn ich überlege, was eigentlich so der beste Horrorfilm für mich persönlich die letzten so 5 Jahren war, würde ich auf jeden Fall Paranormal Activity sagen. Keiner hat mich in letzter Zeit so dermaßen mitgenommen und nachdem habe ich mich so unwohl gefühlt und wirklich echt beklemmt und auch wieder das Phänomen, also die Vorstellung, dass dann irgendwie ein übernatürliches Wesen, ein Poltergeist, eine Entität, eine Aktivität bei dir zu Hause rumspukt. Du kannst nicht davor fliehen und es dringt quasi in dein allerprivatestes, in deine Intimsphäre ein, beobachtet dich nachts beim Schlafen und lässt dich Dinge tun, derer du dich gar nicht bewusst bist. Das finde ich schon eine extrem erschreckende Vorstellung. Also mich hat der Film wirklich fertig gemacht. Ja. Ich habe gerade mal überlegt, was eigentlich so der beste Horrorfilm der letzten Jahre war. Fand ich auch. Würde ich sagen Paranormal Activity. Das war wieder ein richtig, das gab auf die Fresse. Ich glaube, es gibt auch nur diese zwei Meinungen zu dem Film. Ich kenne auch nur Leute, die entweder sagen, fand ich super krass, hat mich mitgenommen, gruselig, konnte nicht schlafen und war richtig geschockt. Und es gibt Leute, die sagen, ich habe mich 1,5 Stunden tödlich gelangweilt. Ja. Also dazwischen gibt es eigentlich, das ist, glaube ich, wirklich so, bei manchen funktioniert er halt und weckt vielleicht auch irgendwelche Ängste oder so. Und bei manchen funktioniert er nicht. Es fängt sicherlich bei Paranormal Activity, wie der Wolf schon gerade gesagt hat, auch viel davon ab, wie sehr man sich auf so einen Film einlässt. Ja, wenn du in so einen Film reingehst und schon in den ersten 10 Minuten nur kommentierst, oh, was hat denn die für eine Frisur, guck mal, hübsches Sofa. Und nur so an die Sache rangehst, dann... Dann kann es nicht funktionieren. Und wenn du ihn vielleicht auch, wenn die Stimmung gar nicht dafür da ist, dann funktioniert es nicht. Aber wenn man sich drauf einlässt, wenn man irgendwie ruhig ist und die Atmosphäre in sich aufsaugt und nicht auf Pause drückt, um mal aufs Klo zu gehen oder nochmal an den Kühlschrank sich ein Brot schmiert dabei, dann hat der Film schon eine unheimliche Wirkung. Und ich fand auch, dass der teilweise geniale Momente hatte und die Spannung sich halt wirklich immer aufbaut. Und ich war auch eigentlich nicht gelangweilt, weil ich wusste, es verschlimmert sich ja immer. Also es ist ja, ich war neugierig. Ich wollte immer wissen, was passiert wohl nächste Nacht? Wie wird es sich weiterentwickeln? Also ich war richtig neugierig. Bei mir hat der zu keinem Zeitpunkt eigentlich Langeweile ausgelöst, sondern eher Neugierde. Und ich fand, da waren echt diese Szene, wo sie dann aus dem Bett gezogen wird,
Das fand ich so krass. Oder überhaupt die Szene, wo sie dann einfach nur vorm Bett steht. Ja, ich habe ja vorhin die Geschichte erzählt, wo ich meine Schwester erschreckt habe und einfach nur stand. Manchmal brauchst du keine fiese Maske oder gar nichts, sondern einfach nur, wenn einer da steht. Ja, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde nachts aufstehen und meine Freundin würde da so einfach am Bett stehen. Und dich anstarren. Und anstarren oder so. Das ist, alter Schwede, das wäre total schlimm. Das sind so die Sachen, wo ich sage, das sind diese kleinen, subtilen, psychologischen Dinge, die bei mir irgendwie einen viel größeren Impact haben als ein Braindead, wo einer mit einem Rasenmäher durch Zombie-Horden geht oder so. Das ist lustig. Das ist lustig oder irgendwie abgefahren, aber so diese subtilen Sachen, und das fand ich, weil ich eigentlich nicht mehr dran geglaubt habe, dass mich sowas, wie es schon heißt, Paranormales, dass mich das noch gruseln kann. Also klar, jetzt der Trend geht zu so Sachen wie Funny Games, so Terror, Last House on the Left und Martyrs und weiß nicht. Also Sachen, die so in einem realistischen Setting sind, so eine Ausweglosigkeit aus realistischen Settings. Da geht ja so der Trend hin, weil Geistergeschichten halt heutzutage sehr schwer haben, einen irgendwie zu erschrecken. Selbst wenn du dir den Exorzisten heute anguckst. Ne? Ja, aber Paranormal Activity hat es wirklich nochmal geschafft, dieses Übernatürliche gruselig zu machen, und das rechne ich dem Film echt sehr hoch an, und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Ich habe den Trailer gesehen und ich fand den auch schon holla die Waldfee. Ich will auch gar nicht mehr irgendwie wissen, mir reicht es jetzt zu wissen, dass Paranormal Activity 2 kommt. Ich gucke mir auch keinen Trailer mehr an. Der kommt ja sogar noch dieses Jahr, glaube ich, oder? Ich hoffe es, ich weiß nicht. Ich glaube, der kommt natürlich dieses Jahr. Sehr cool. Also da freue ich mich auch drauf. Kann natürlich eine absolute Übergurke werden, wie so oft. Aber, also gerade Descent 2 fand ich überraschend ordentlich, auch Wreck 2, ich fand 30 Days of Night 2, also die zweiten Teile, Dark Days, ey, nicht lachen, der ist nicht sensationell, aber der ist gar nicht so schlecht und vor allem auch richtig derbe, der hat ein paar Szenen, also selbst ich, da musste ich mal kurz die Augen zusammenkneifen, da geht's ordentlich zur Sache. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, von daher, es hat sich ja in letzter Zeit öfter mal gezeigt, dass so zweite Teile von so Semi-Hits, dass sie auch zumindest im ersten Teil nicht unbedingt nachstehen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Paranormal Activity 2 zumindest keine totale Enttäuschung wird, weil mir geht's ähnlich, Eddie, wie dir. Ich fand den auch, weil du meintest, du warst immer neugierig darauf zu sehen, was als nächstes passiert. Ging mir genauso, aber jedes Mal, wenn so eine Nachtsequenz kam, weißt du, dann ja, genau. Ablende und dann hast du gesehen, wie sie liegen im Bett und dann siehst du irgendwie unten rechts wie Nacht 4, 23.17 Uhr. Es war auch wie so ein Suchbild, wo man... Da brach mir schon der kalte Schweiß aus, ey. Was kommt als nächstes? Bei Paranormal Activity war das wie so ein Wo ist Waldo-Suchbild. Ja. Du hast geguckt, war da gerade was? Hat sich der Schatten gerade verändert? Ist da vielleicht an der Tür was? Ich habe vorhin zum Wolf gesagt, diese eine Szene, wo er sagt, hast du das gehört? Und dann sitzen sie so beide im Bett. Weil diese Szene kennt doch wirklich jeder, der hat es schon mal gesagt, so, hast du das gerade gehört? Mhm. Und nee, was denn? Und dann lauschen sie beide so und dann kommt so ein richtig lautes Klopfen rum. Und ey, wie ich da zusammen... Ich hab richtig laut geguckt und ich habe mich so erschreckt. Und, ja, du drehst den ganzen Film ja ohnehin immer ein bisschen lauter, genau wegen solcher Sachen. Wahrzunehmen. So, ey, hast du da gerade irgendwas gehört? Ja, du bist dir nicht ganz sicher, ob du da, genau wie die Figuren im Film, ob du gerade irgendein Flüstern da gehört hast oder ob irgendwas geraschelt hat im Dunkeln. Weißt du, du machst die ganze Zeit den Fernseher lauter und auf einmal kommt so ein Ding... Also ich finde ihn auch super. Vor allen Dingen ist es ein Film, den man auch vielen Leuten zeigen kann, die normal mit Horrorfilmen nichts haben, weil es zu brutal ist oder so. Das ist ein Film, den man auch mal Leuten zeigen kann und sagen kann, hier, je weniger du weißt, desto besser. Ja, genau. Guck ihn dir einfach mal an. Ich bin gespannt, was du sagst. So, das finde ich auch mal, einfach mal wieder was anderes auch, ja. Finde ich, also ich bin sehr angetan, habe mir den auf Blu-ray auch geholt und... Bin absolut sehr zufrieden. Und falls ihn jemand noch nicht gesehen hat, wenn er ihn gucken möchte demnächst, ich sag nur, in der Szene, wo die sich streiten, im Zimmer, wo sie ihn rausschmeißt, mal ganz genau hinhören. Mehr möchte ich nicht sagen. Oh, nee, Entschuldigung. Ich habe Halsschmerzen. Ja, klingt gut. Kann ich das Klingelton haben? Ich glaube, das wäre jetzt auch ein guter Punkt, um hier für heute einmal Ade, Tschüss und Ciao zu sagen. Ach Gott, guck dir mal diese Liste an hier. Noch 50 Filme, wir haben gerade mal über Gefühl 2 gesprochen. Gefühl 2, das heißt, wir haben noch 25 Podcasts vor uns. Genau. Es ist einfach zu traurig. Guck mal, worüber bin ich? Über 28 Wochen später haben wir nicht gesprochen. Und der Nebel und Descent selbst haben wir gar nicht gesprochochen. Ja, und das sind alles. Das Omen und Wicker Man und ja, wir haben gar nichts über Zombies bisher gesagt. Ja, Ja, aber das sind alles Sachen. Über die wir beim nächsten Mal sprechen. Feedback über den Podcast, wie gewohnt, an podcast@game1.de. Genau, und auf jeden Fall eure Lieblingshorrorfilme bitte in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden Insider-Tipp, von dem ich noch nichts gehört habe. Genau, also bitte.
Und was nennt mir eure Lieblinge. Und spoilt nicht zu viel. Ja. Machen wir auch das nicht. Machen wir schon. Das machen, genau, das machen wir ja sowieso schon für euch. Da brauche ich das nicht mal. Mich würde auch interessieren, wie ihr denn, wir haben ja euch erzählt, wie wir zu dem Horrorgenre und so weiter stehen, wie ihr denn da so dazugekommen seid und wie es bei euch dann so ausgesehen hat und was ihr überhaupt von dieser ganzen Horrorschose denn haltet oder ob ihr total dem abgeneigt seid. Man kann, es gibt ja Leute, die hören die Podcasts ja unabhängig vom Thema und ich weiß ja nicht, inwiefern. Wie immer? Die hören sich immer unsere Podcasts an, egal worum es geht? Ja, ja, jeder braucht ja lass so lass uns mal nächstes Mal über Keys reden. Alicia Keys? Okay, ja, du hast recht. Wir reden doch lieber über Alicia Keys. Stimmt, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ich bin der Gregor. Ich bin auch Gregor. Und ich bin Freddy. Entschuldigung, Eddie. Das war das Ende. So. Ede, gib mir doch noch mal eine halbe Minute von dem Geräusch, das packe ich hinten dran als. Ah, Moment. Manchmal kann ich es auch gut, aber jetzt kann ich es auch nicht. Kaffee ist fertig. Aber das war gar nicht, ja, aber gar nicht so schlecht. Ja, es hört dann irgendwann. Sehr gut. Auf, ja, ich dupliziere es einfach für 10 Minuten. Ich kann es gar nicht. Thank you.
Thank you.
Die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Sehr gut, super.